Es waren einmal die Kingsianer. Vier Freunde, die sich aus den entlegensten Weiten eines Reiches namens Internet zusammenfanden. Sie huldigten einem Großmeister namens Stephen King und verbreiteten dessen Kunde bis in die hintersten Winkel des Reiches. Thorsten, der Vorsitzende des Ältestenrats, folgte den Lehren des Gottes der Kingsianer schon seit vielen, vielen Jahren. Steffi, die adrette Hofdame, hatte von Anfang an für einen weiteren Gott Platz in ihrem Herzen, dem sagenumwobenen Tolkien. Paddy, die perfektionistische Profilerin, nutzte die Erkenntnisse der King-Lehre, um Verbrechen aufzuklären. Phil, der junge Nachzügler, wollte mit seinen Freunden mithalten und bestritt todesmutig den Weg zum dunklen Turm. Harmonisch zogen sie durch das Reich. Doch erste Risse zeigten sich im Firmament ihrer Freundschaft. Phil, der den dunklen Turm erklomm, konnte nur Thorsten von seiner Genialität überzeugen. Steffi und Paddy hingegen blieben unbeeindruckt. Eines Tages erschien ein neues Schriftstück des Großmeisters King. Fairy Tale. Thorsten, der immer noch in Erinnerungen an die alten Lehren des Kings schwelgte, verlor den Glauben an seinen Gott und kehrte den Kingsianern den Rücken. Und so wurde es lange ruhig um die Kingsianer. Ihr Name nur noch ein Schatten. Eine Legende, die nur noch wenige Menschen zu berühren vermochte. Doch das Volk wurde unruhig. In den Straßen hörte man leises Murmeln. Die Leute beteten, dass die Kingsianer zurückkehren würden. Und die Kingsianer erhörten ihre Gebete. Na, darauf erstmal ein Schlüssel. Heute Abend sind sie wieder vereint. Und es kommt zur großen Aussprache. Wie gut war Fairy Tale wirklich? Ich habe dieses Buch geliebt. Es ist für mich einer der besten King aus den letzten Jahren, muss ich ganz ehrlich sagen. Mir hat das tatsächlich gut gefallen. Es war wirklich ein super, super guter, moderner King. Vielleicht sogar der beste moderne King seit der Anschlag. Es gibt ja Leute, die feiern das. Das sind dann meistens die Leute, die meinen, sie hätten Ahnung von Stephen King, haben aber gar keinen. Wie meine Kingsianer-Kollegen. Großartig. Du bist eher ein Abbruchkandidat. Sie sind wieder da. Die Kingsianer. Live. Jetzt. Hallo, Georgie. So, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Livestream der Kingsianer heute an diesem Freitagabend. Wir freuen uns, dass ihr alle mit dabei seid, wie immer. Wir haben gesehen, im Chat ist schon einiges los. Wir hoffen, unser kleines Intro hat euch gefallen. Wir haben einiges an Redebedarf heute. Wir waren ja auch schon lange nicht mehr live, kann man sagen. In der Zwischenzeit ist viel passiert, wie ihr im Intro vielleicht schon gesehen habt. Und falls ihr in der Zwischenzeit die Leute, die hier mit mir sitzen, vergessen habt, dann möchte ich sie noch mal kurz vorstellen. Die erste im Bunde ist nämlich der Fels in der Booktube-Brandung, könnte man fast schon sagen. Ihre Haarfarbe mag sich zwar von Monat zu Monat ändern, doch bei ihrem YouTube-Kanal wissen wir, was wir kriegen. Nämlich unverfälschte Buchtipps und hin und wieder dürfen wir sogar ein bisschen, wie sie es gerne nennt,
düfteln. Sie hat explizit verboten, heute über die neue Herr-der-Ringe-Serie zu sprechen. Und mich würde interessieren, warum? Also das ist meine erste Frage an dich. Liebe Steffi, hallo! 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 Weil die Serie einfach schrecklich war und damit lassen wir das stehen. Das ist meine Ansage. Vielen Dank für die liebe Ansage und das geniale Intro. Also ja. Nein, kann man hier gar nicht sprechen. Also Chapeau, hast du großartig gemacht. Herzlich begrüßen möchte ich außerdem den Shootingstar unter den Kingsianern, denn sie hat jüngst die 50.000 AbonnentInnen geknackt. Doch nicht nur deshalb müsste sie zurzeit in einer absoluten Hochphase sein. Ihre Lieblingsserie Game of Thrones meldet sich nämlich mit einem wirklich fantastischen Spin-off zurück. Und auch ihr Lieblingsautor haut mal ebenso ein absolutes Highlight raus. Also, was willst du eigentlich noch mehr, liebe Paddy? Hallo und dieses unglaubliche Intro hat Phil gemacht und er hat es unglaublich toll gemacht, oder? Mega. Danke. Gänsehaut-Feeling. Bravo. So, und dass man im, das muss ich selbst ein bisschen lachen, dass man Alter nicht immer mit Weisheit gleichsetzen kann, das beweist der zweite Mann im Bunde, denn er hat den unfassbar dämlichen Fehler gemacht und hat den letzten Band des Dunklen Turms pausiert, um Fairy Tale zu lesen, von dem er sagt, dass es, Zitat, mit das Schlechteste ist, das Stephen King jemals geschrieben hat. Er wird heute also für ordentlich Zündstoff sorgen und deshalb ist meine erste Frage an dich: Bist du mit Absicht so kontrovers, lieber Thorsten? Herzlich willkommen. Vielen Dank. Nein. Nein. Punkt. Nein, Punkt. Auch eine klare Ansage. Und eigentlich haben wir ja noch das wichtigste Mitglied der Kingsianer vergessen, nämlich ihr alle im Chat. Wir versuchen euch wieder mit einzubinden, so gut es geht. Stellt uns Fragen zu den Themen, die wir ansprechen. Wir versuchen, auf alles möglichst einzugehen. Aber am Ende gibt es auch wieder einen Q&A-Teil, wo ihr eure Fragen alle raushauen könnt. Der Stream wird aufgezeichnet, wie immer. Ihr könnt ihn also auch im Nachgang gucken. Und deswegen würde ich vorschlagen, nehmt euch ein Kaltgetränk oder ein heißes Getränk und viel Spaß bei diesem schönen Abend. Und da ja Jahresende ist, wollen wir ja auch über unsere High- und Lowlights des Jahres sprechen. Und das hat auch nochmal Zündstoffpotenzial. Also ich glaube, das wird heute spaßig. Prost. Prost. Also ich werde heute garantiert zu keiner Kontroverse beitragen. Ach, warum glaube ich es nur nicht? Warum nur? Warum glaube ich es nur nicht? Ach, das macht so viel Spaß. Und ich finde, wir sollten uns viel mehr streiten. Es gibt ja noch nicht genug Streit auf der Welt. Machen wir hier einfach auch Streit. Ja, wir streiten uns wenigstens richtig. Ja, aber guck mal, es gibt doch nichts Langweiligeres, als wenn wir vier immer alle einer Meinung wären, oder? Ja, aber wir sind ja, sind wir irgendwann einer Meinung? Nein. Bei S vielleicht. Ja. Ja. Guck mal, das ist schon die erste. Ja, es gehört ja nicht zu meinen Top 3. Also von daher, da falle ich ja dann auch wieder raus aus euren Meinungen. Es ist auch an der Zeit, dass ich meine Top 3 überdenke und ich glaube, dass es auch irgendwie nicht mehr dabei sein könnte. Phil, was machst du denn heute Abend noch? Bitte? Wollen wir noch irgendwo anders? Ja, ich glaube, ich gehe mal eben raus. Ja, Entschuldigung. Wir wollen nicht jetzt schon das Programm sprengen. Nee, aber wo wir ja schon beim Thema Kontroversen sind, wäre das ja eigentlich eine super Überleitung zu unseren Flops des Jahres. Wir haben da eben gerade schon kurz darüber diskutiert. Fangen wir doch einfach mal an, um direkt so richtig einen rauszuhauen mit den schlechtesten Büchern, die wir dieses Jahr bisher gelesen haben. Und Steffi, da würde ich doch den Redefuchs direkt mal an dich geben, weil das gerade so eine schöne Überleitung ist. Ich kann es auch direkt einblenden, wenn du möchtest. Ich kann, ja, bitte blende gerne ein.
Ja, mein Flop kam überraschend. Und zwar ist das Atme von Judith Merchant, während ich ja Schweig im letzten Jahr sehr gefeiert habe, habe ich hier tatsächlich, ich fand das nicht so toll. Also ich fand das erste Drittel noch sehr gelungen, sehr hineinziehend. Dann wurde es aber total wirr und irgendwie kam ich auch mit der Protagonistin nicht so recht. Ich glaube, man wollte auch gar nicht, dass die Protagonistin irgendwie sympathisch ist. Damit habe ich auch kein Problem. Aber ich war so verwirrt und so und dachte, was will man mir hier erzählen? Und ich fand es nur so, Und ich weiß, alle sind anderer Meinung. Das ist völliges Unverständnis. Aber fandst du den Schreit, also du mochtest ja das zweite Buch total, ja. Schweig, oder? Also das ja, finde ich toll, war ein Highlight, ja, richtig. Und dann ging es eher mehr also um die Protagonistin dann, oder? Ja, ich fand das halt auch einfach wirr erzählt. Also während Schweig, man konnte dem ja gut folgen, auch mit, also ich habe beides gehört und ich fand halt, Schweig ging auch so, da war halt auch so viel zwischen den Zeilen und dieses Zwischenmenschliche. Und das war bei Atme für mich halt nicht. Und jetzt spricht das natürlich für die Autorin, dass mir ihr Debüt nicht so gefallen hat. Ihr zweiter Band dann schon, oder ihr zweites Buch dann schon mehr. Weil es kann ja nur bedeuten, sie hat sich für mich gesteigert. Aber ich war hier, also ich weiß, dass ich da manchmal so beim Hören saß und nach dem wirklich guten Drittel, was ich wahnsinnig schnell weggehört habe, dachte ich, wo bin ich denn jetzt? Und ich hatte da auch manchmal den Eindruck, das hat jemand anders geschrieben. Aber das kommt ja heute nochmal bei einer gedanklichen Meinung zu einem Buch, wo ich dachte, wer schreibt denn das? Also ja, ich habe es nicht. Weiß irgendjemand, wann sie das nächste Buch rausbringt? Ich bin nämlich schon in den Startlöchern, weiß man nichts, gell? Ich habe letztens auch geschaut. Egal was es ist, ich werde es kaufen, ich auch, lesen. Ich auch sofort. Sofort, ja. Genau. Also ich würde ihr auf jeden Fall auch noch eine Chance geben, weil Highlight und Flop, ich meine, dann stehen die Chancen ja gut, wenn es wie bei Dan Simmons ist, dass das nächste wieder ein Highlight wird. Da waren es ja auch immer die ungeraden Bücher sozusagen, die ein Highlight waren, aber ich konnte mit Atmen leider nicht so viel anfangen. Und jetzt halt bin ich auch, was der Chat so schreibt, mega gespannt auf Atme, weil ich sehe es ja genau wie du bei Schweig. Das war schon echt was Zwischenmenschliches. Das war ein richtiger Psychokrieg zwischen diesen beiden Frauen. Das war Atme ja auch irgendwie. Ich fand es da ja auch so toll, dass man, ich fand die Protagonistin auch unsympathisch. Ich weiß irgendwie genau, was du meinst, weil sie halt, ne, wir lesen ja auch quasi aus der Sicht einer Frau, die ja die andere Frau ist. So, sie hat ja jemanden, den Mann irgendwie ausgespannt. Genau. Alleine das macht sie ja irgendwie schon unsympathisch. Aber ich fand das alles so, ich habe das die ganze Zeit irgendwie gelesen und wusste überhaupt nicht, wer hat hier recht, was ist hier halluziniert, was ist hier echt und so. Und das fand was ich so. Genau, was kann ich glauben? Und ich fand sie gar nicht unsympathisch, weil sie die andere Frau ist. Weil ich persönlich finde gar nicht, dass das Problem bei einer anderen Frau liegt, sondern in dem Fall ja immer bei dem Mann, der betrügt. Also nicht die andere ist die Böse, sondern immer der es tut sozusagen. Und das fand ich noch nicht mal so das Problem. Aber sie war halt einfach so, irgendwann... Ja, wie du sagst, man konnte ihr nicht mehr folgen. Was glaubt man, was es war? Was will man glauben oder was will man uns glauben lassen? Und dass man dann am Ende in irgendeine Richtung geht, wo ich auch dachte, aber ja, wir warten auf das dritte Buch. Vielleicht sind wir uns dann einiger. Aber bei Schweig sind wir uns, glaube ich, alle einig, ne? Ja, also das war wirklich ein tolles Buch. Ich fand Atme auch gut, aber wenn ich jetzt mich entscheiden müsste, würde ich auch Schweig besser finden. Auf jeden Fall. Ich mochte das total, weil es ja wirklich irgendwie... Es hätte ja auch ein Theaterstück sein können. Ne? Ja, total. Das war so genial. Ja, so ein bisschen Misery-artig. Ne? Oh, total. Ja. Und du hattest immer die Angst so, oh Gott, gleich. Irgendwas, ja. Oh Gott. Irgendwas eskaliert ganz schlimm. Ja. Und das die ganze Zeit. Und selbst wenn es nicht passiert ist, warst du aber nicht enttäuscht, weil das, was passiert ist, war auch schon so. So, ne? Also, oh, genial. Wirklich. Ja, das war einer meiner Flops. Und der Chat ist da tatsächlich auch ziemlich geteilter Meinung. Schweig war super, Atme, verkackt. Atme war ein absoluter Schwachsinn, finde Theodor. Fände ich auch schlimm. Mir hat's gefallen. Alex zum Beispiel, selbe Meinung. Atme total bescheuert. Es war auch kein Thriller, schreibt er. Eher so ein Spannungsroman. Ich glaube, ich kann schon verstehen, wie er das meint. Ja, also. Aber da muss Alex, du musst dann auf jeden Fall Schweig lesen. Ja. Weil das ist echt ein Thriller. Das geht schon echt psychomäßig ab. Schön unter die Haut, ja. Ja. Ich habe auch gesagt, Atme war gut, Schweig war genial.
Also das finde ich tatsächlich auch. Da gehe ich mit, ja. Hier wird gefragt, was ist denn das Beste von Judith Merchant? Sie hat halt erst zwei geschrieben, ne? Oder hatte sie noch was vorher? Nee, also, ich glaube nicht. Das hat Elisabeth dann... Drei Krimis geschrieben. Ja. Das kam dann weiter unten. Sind sie dann auch, dass es nur die zwei bisher gab, kommt dann weiter unten in den Kommentaren. Ach so, ja. Bisher nur die zwei Bücher. Genau. Ja, das war aber nicht dein einziger Flop, Steffi, ne? Ja, es wird immer schlimmer. Ja, da wird mich Thorsten jetzt auch gleich umbringen, weil das ja auch ein Highlight von ihm war. Thorsten ist raus. Ja, und das habe ich tatsächlich nach 30% auch abgebrochen. Hä? Ja, also hier geht es ja darum, es gibt ja eine Zeit in Agatha Christies Leben, wo sie einfach verschwunden ist und sie hat ja bis zum Lebensende nie erzählt, was sie in dieser Zeit gemacht hat, was ihr widerfahren ist oder und darum kümmert sich Marie Benedikt um diese Zeit und erzählt uns theoretisch, was da hätte passiert sein können. Und also ich mochte den Genre-Mix, das ist ja so ein bisschen Krimi, so ein bisschen historisch, so ein bisschen Roman und aber ich fand es sprachlich einfach schrecklich. Also es war total banal, es gab wahnsinnig viele Wiederholungen, es wurde ständig erzählt, oh, die Polizisten sehen hier aber ungepflegt aus und ich mochte es nicht. Man muss ja auch nicht jede Seite zweimal lesen. Ich habe es ja auch gehört. Nein, tatsächlich hat sie das sehr häufig gesagt. Ich habe schon gedacht, hätte ich jetzt einen Schnaps getrunken, wie oft sie erzählt. Also wirklich, dieses mit den Polizisten ist mir wahnsinnig in Erinnerung geblieben, dass sie immer sagt, die sehen aber, da sind da die Flecken an der Hose und der Hosenbund ist schmutzig und wie sieht der denn aus? Und ich glaube, hätte man da einfach mal immer einen Shot getrunken, wäre man irgendwie betrunken gewesen. Also mir hat es leider nicht gefallen. Also ich fand es auch sprachlich überhaupt nicht der Zeit angemessen und ja, es hat mir auch nicht gefallen. Thorsten, was möchtest du sagen? Thorsten ist verwirrt. Nimm dir Beruhigungstee und mal, ob das dasselbe Buch ist. Ja, ist dasselbe Buch, ja. Keine Ahnung, was du da gehört hast. Ja, die Sprecherin war aber ganz angenehm. Ich habe zwar ihren Namen vergessen, aber es lag nicht an der Sprecherin. Und ja, Theodor, vielleicht also hätte ich mir... dieser Mix, dieser Genre-Mix, was du sagst, und diese Geschichte, die erzählt wird, und die Auflösung, die ja auch so gewesen sein könnte und sehr wahrscheinlich auch so gewesen ist, ich finde, das schreit einfach nach Steffi, lies mich und feier mich. Also ich habe echt gedacht, dass du das schon gut findest. Und sprachlich habe ich da überhaupt nichts auszusetzen gehabt. Und diese Wiederholungen sind mir auch wirklich überhaupt nicht aufgefallen. Wirklich nicht. Okay, ja. Okay. Oh ja. Meins war es leider nicht, aber... Also diese Frau Benedikt, ne? Die hat ja noch mehr Bücher über starke oder große Frauen geschrieben. Ja, auch über Frau Einstein. Auch zum Beispiel über Frau Einstein, das habe ich noch auf der Wunschliste. Und Churchill oder so? Ich weiß es nicht. Von Churchill irgendwie auf jeden Fall finde ich das spannend. Also vielleicht das einfach mal probieren. Ja. Mache ich. Danke. Bitte. Das waren meine Flops. Es tut mir auch sehr leid, aber ja. Nee. Sonst folge ich deinen Tipps ja sehr gerne, Thorsten. Aber hier. Naja, es muss ja nicht jeder Tipp, muss ja kein Highlight sein. Nee. Kann auch gar nicht so klappen. Mhm. Was hat denn der Rest so für Flops? Oder gibt es Leute, die gar keine Flops haben? Das möchte keiner mehr. Also ich trau mich nicht. Wir haben den gleichen Flop. Nein, wir haben auf gar keinen Fall den gleichen Flop. Nein, den haben wir nicht. Was kommt denn jetzt? Und ich habe ehrlich gesagt Angst, dass Phil mich absolut nicht mehr leiden kann und mich aus diesem Kingsiana-Hangout hinauswirft. Das tut er doch nicht. Ja, ich glaube, dann wird das tun. Deswegen mach doch einfach jemand anders. Vielleicht werde ich am Ende vergessen. Nee. Das sind all deine Flops, Thorsten, die du gerade so... Thorsten, wir wollten uns doch beschränken.
Ja, nein, das ist geil. Oh, Paddy, hast du heimlich 3 gelesen? Nein. Ach Gott sei Dank. Ich kann dich beruhigen, es wird schlimmer, Phil. Es wird richtig schlimm für dich werden. Dann sag es jetzt, komm, dann haben wir es. Ja, jetzt los, hier. Oh. Das Neue von Melanie Rabe. Mhm. Philipp hat den Livestream verlassen. Okay. Ich habe das auch hier liegen. Ich weiß, bei deinen Highlights. Deswegen habe ich mich nicht gefragt. Sag doch mal eben, was es ist. Das ist nicht nur mein Highlight des Jahres, das ist irgendwie ein Highlight meines Lebens, so ein bisschen. Ja. Ne? Und ich kann es eigentlich total kurz machen, wieso es mir am... Also ich fand es ja am Anfang, fand ich es ja noch echt interessant. Muss ich ja sagen. Und ich finde ja ihren Schreibstil toll. Aber ich habe mich zu Tode gelangweilt. Zu Tode, wirklich. Zu absolut Tode. Und das war's. Aber es passt ausgesprochen. Es ist wirklich... Farblich perfekt abgestimmt. Das verhält sich gut an dem Buch wahrscheinlich. Es ist doch nicht dein Ernst, Paddy. Ich habe gerade ein bisschen Tränen in den Augen. Das kann doch nicht wahr sein. Aber lieber Chat, bin ich die Einzige? Ja. Ich glaube es nämlich, weil ich glaube wirklich, dass jeder das liebt. Definitiv. Gefühlt ist der Chat gerade sprachlos. Also ich sehe noch gar keine Meinung irgendwie dazu. Also vielleicht sieht man es gerade recht schlecht. Will das eigentlich hier noch jemand lesen? Lässt sich ändern. Also ich hatte es in Überlegung, aber ich mochte ja, also ich war ja von den Thrillern von Melanie Rabe, ich habe ja 2 gelesen, ich fand die ja nicht gut. Ich mochte aber ihr Buch über Kreativität so gerne und dachte, wenn das jetzt kein Thriller ist, dann wäre das ja mal was für mich, aber vielleicht jetzt auch nicht mehr. Wobei ich jetzt Jahresflop würde ich es jetzt nicht nennen. Es ist halt einfach. Also nur um eine Kontroverse zu erreichen, hier mal eben als Flop gezeigt. Ja, Party. Das können wir alle. Es hat gerade noch jemand geschrieben, wie Jessie, dass sie dir zustimmen muss, wobei es eine gute Einschlafhilfe war. Danke, Jessie. Gleichwohl kommt aber auch. Leider, du kannst die Kunst des Verschwindens so spannend. 9 von 10. Also es scheiden sich offensichtlich die Geister. Ich habe bisher auch fast nur positive Dinge davon gehört. Ich habe nur positive Dinge davon gehört. Also gar nicht so viel gehört. Jammern da sogar Paddys Katzen im Hintergrund. Nein, das sind nicht meine. Das ist Thorsten, bei Thorsten, oder? Meine ist gar nicht da. Nee, ich glaube, bei mir wird gerade gesaugt. Ich glaube, das ist es. Unser Staubsauger ist kaputt. Ja. Nee, also bei mir tut sich nichts. Keine Ahnung, wo die sind. Die sind gar nicht da, oder? Nee. Also im Chat ist auch so viel Bullshit, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also, ich fand ja bisher jedes Buch von Melanie Rabe irgendwie geil und das hier hat dem Ganzen ja nochmal die Krone aufgesetzt, weil ich fand ja auch immer schon, dass sie irgendwie dass ihre Thriller auch schon so romanartig irgendwie sind und sie so geil Charaktere zeichnen kann. Und das hier hat mich einfach so sehr berührt und so sehr in meinem Innersten mitgenommen. Ich kann es gar nicht sagen. Also irgendwann dachte ich wirklich, ich lebe in diesem Buch. Es gibt doch diese Netflix-Serie, die in diesem Buch eine Rolle spielt. Wir haben eine Schauspielerin. Und ich bin durch Hamburg gelaufen und dachte die ganze Zeit, boah, gleich ist bestimmt dieses Plakat hier irgendwo. Weil ich so drin war in dieser Story und einfach es so gefühlt habe. Ich habe eine Träne vergossen am Ende. Und es war einfach... Ja, ich auch. Es war... Entschuldigung. Ich mochte bislang keins der Bücher von Melanie Rabe und keine Ambition, ein neues zu lesen. Das ist schlecht. die Wälder fand ich überhaupt. Die Wälder fand ich auch, war das schlechteste bisher von ihr. Ich fand die Falle gut und die Wahrheit. Aber das hier irgendwie, Also die Falle fand ich ganz schrecklich und da habe ich mich wirklich gefragt, war das jetzt das Ende? Darauf habe ich jetzt gewartet, ein ganzes Buch lang. Und bei der Wahrheit, also da habe ich mich echt gefragt, das ist doch das mit diesem Mann am Flugzeug, oder? Das ist die Wahrheit gewesen. Das ist die Wahrheit. Also mal ehrlich, ich habe da echt gedacht, warum, was hat die denn für Menschen um sich? Wie idiotisch war das? Also ich habe es überhaupt nicht verstanden. Also nee.
Langsam setzt sich auch dieses Bild zusammen. Weißt du, Paddy, ich habe dir beim Lesen die ganze Zeit geschrieben, boah, ist das toll. Und anfangs hast du auch noch zurückgeschrieben. Ja, ich fahr, ja, es ist wirklich ganz gut. Und irgendwann hast du einfach nicht mehr geantwortet. So. Das war der Grund. Da hätte ich schon wissen müssen. Hast du es denn jetzt abgebrochen eigentlich? Nee. Das redest du mit mir? Das ist die Wahrheit. Ja, nee, wirklich. Also wirklich, gut. Ich hab's da. Ich, ja, es. Ich hatte ja schon vermutet, ab irgendeinem gewissen Punkt, so ne, irgendwas über 100 Seiten, dass es nicht das große Highlight werden wird und dass mich dann am Schluss irgendwie echt so gelangweilt hat, eigentlich bis zum Ende. Aber ich habe es dann doch durchgelesen, weil ja. Gib dir noch einen Wodka in den Wein. Wobei ich leider sagen muss, Philipp, dass der Chat. Thorsten, sei jetzt einfach ruhig. Was ist denn dein Flop eigentlich? Auf Melanie Rabisch steht, habe ich das Gefühl. Wobei sie eine super sympathische Total. Ist. Also wenn man die in Interviews und so weiter verfolgt, das ist für mich so ein bisschen das Fitzek-Syndrom. Da möchten wir jetzt gar nicht aufmachen. Aber so ein sympathischer Mensch und auch ihr Buch über Kreativität, das Sachbuch, ich fand das wahnsinnig gut und habe mir da so viel auch so für den Alltag und das Leben rausgenommen. Aber ich warte auch auf ihren nächsten Thriller jetzt. Also den lese ich dann auf jeden Fall wieder. Aber ja. Okay, machen wir mal weiter mit. Machen wir doch mal mit deinen Thorsten. Flops weiter. Oder Thorsten? Nein, Flops. Ja, du brauchst jetzt eine Pause. Ich trinke schnell. Auch eine Pause. Ja, ich trinke noch mal einen Schluck. Ja. Ich habe 2 Flops, wobei ich nur einen hier habe. Den anderen habe ich, der ist weg. Weiß nicht, wo der ist. Weggefloppt. Beide sind vom selben Autor. Ihr werdet es mir nicht glauben. Der größte Flop des Jahres, über den werden wir ja sicher noch reden, ist Fairy Tale. Thorsten, also. Und der zweitgrößte Flop, und ich habe gerade extra nochmal nachgeguckt, war dieser komische Gwendy-Mist. Thorsten, jetzt den er da noch verzaubert hat, da irgendwie Gwendys letzte Aufgabe. Ein Schwachsinn in Tüten. Ich sag nur, der schwebende Skorpion namens Bruce, der hat mich echt umgehauen. Ich habe echt 3-mal hingeguckt. Ich wusste gar nicht, was ich da gelesen habe. Und dann diese Auflösung, sowas von gekünstelt. Ach, furchtbar, furchtbar, ganz schlimm. Ich hoffe, dass das nur Stephen King geschrieben hat und nicht Richard Schisma auch noch, weil dann habe ich wenigstens einen, an den ich noch ein bisschen mich dranhängen kann, weil Stephen King, es ist einfach nur lächerlich gewesen. Es war einfach nur lächerlich. Diese Frau, diese Gwendy, die wir ja schon aus dem ersten und zweiten Teil kennen, wobei der erste Teil richtig, richtig gut war und der zweite Teil auch noch gut war. Diese Gwendy wird alt und erkrankt an Alzheimer, fliegt aber, darf man das sagen? Fliegt aber in den Weltraum? Oder ist das ein Spoiler jetzt? Ist egal, ihr lest es sowieso nicht. Um diesen Wunschkasten loszuwerden. Und ich denke einfach nur, was ist das für ein Scheiß? Es war einfach scheiße. Wendy ist Scheißkasten. So. Schisma. Nein, aber das konnte ich nicht ernst nehmen. Also das war echt. Aber den zweiten Band hat doch nur der Schismark geschrieben, oder? Ja, aber ja, ja. Nicht dabei, weil das habe ich noch nicht gelesen. Ich fand den ersten ja auch nur so okay. Und dann waren die Meinungen zum zweiten ja auch eher so gemischt und ja, Gotteslästerung. Ja. Mhm. Vielleicht müssen wir uns jetzt anders nennen, nicht mehr Kinsey oder so. Ja. Ja, okay. Mhm. Das waren deine beiden Flops. Gibt es sonst noch irgendwelche? Flop, Philipp muss noch. Ich habe noch einen Flop und zwar war das der letzte Lee Child tatsächlich. Jetzt bin ich aber. Mir überhaupt nicht gut gefallen. Ganz, ganz komisch. Das war der, also bis jetzt von den 23 oder 25 Reacher-Romanen der schlechteste, fand ich. Okay. Weil sonst bist du da ja immer begeistert, ne? Ja, sonst sind die auch immer richtig gut. Aber der war halt kacke. Okay. Apropos. Philipp! Ich weiß nicht, ob vielleicht das Gequietsche von dem Staubsauger zu laut ist. Melanie hat gerade schon gesagt, wenn du einen neuen Staubsauger brauchst, kannst du dich gerne an sie wenden.
die hat ja so eine ganz gewisse Marke, die von der Melanie ganz begeistert ist. Ja, Melanie, die kann ich mir nicht leisten, das weiß ich so schon. Also, aber ich versuche es einfach mal. Aber meine Kollegin, an der Stelle liebe Grüße, Nolli, die schreibt mir gerade, du solltest mal nachschauen, ob die Katze vielleicht im Staubsauger ist. Ich habe ja keine Katze und der Hund liegt mir hier zu Füßen. Also das kann ich auf jeden Fall abwählen. Es nervt schon etwas, wird gesagt. Gut, ich fasse mich kurz, weil Patty kann da, glaube ich, auch was zu sagen. Ja. How to Kill Your Family. Ja. Passt auch übrigens farblich hervorragend zu Patty. Es ist aber jetzt ein Flop, ne? Oder? Also, ja, es ist ein Flop. wunderbar. Okay, ja, wir sind uns mal wieder einig, Phil. Ich hab dich doch lieb. Es tut mir leid. Ich dich noch nicht, aber das kannst du noch ändern, wenn du 3 liest und es gut findest. How to Kill Your Family fand ich ja anfangs richtig, richtig gut. Also ich war ja wirklich auf den ersten 100 Seiten irgendwie himmelhoch jauchzend, weil ich das einfach, ich fand, das war so sarkastisch, das war so ironisch, das war so zynisch. Und ich habe mich total wiedergefunden in ganz vielen Dingen, die diese Figur irgendwie so beobachtet hat. Und dann habe ich halt gemerkt, dass da einfach nichts dahinter ist. So, es ging dann einfach die ganze Zeit so weiter, es ging so weiter. Es war immer das Gleiche. Es war wirklich Kill Bill für Arme. Ja. Und es hat einfach irgendwann gar keinen Spaß mehr gemacht. Es war wirklich wie so ein schlechter Slasher-Film. Also mal ehrlich, hier wird eine getötet oder einer getötet, weil sein Smart Home gehackt wird und außer Kontrolle gerät und dann wird er getötet, so indem er in der Sauna erstickt. Also bitte, das ist wirklich so wie so ein schlechter, wie Final Destination Teil 18, so, wo den Autoren wirklich sämtliche Ideen schon ausgegangen sind. So ein bisschen war das. Aber anfangs fand ich es richtig gut und dann ist es wirklich, hat es eine Man wird halt immer genervter, finde ich. Wirklich, von irgendwann. Es geht so von Seite zu Seite, dass sich das steigert, dass du dir irgendwann denkst, okay, ja, Schluss, aus. Punkt. Also wirklich, ja. Nee, war nicht gut. Keine Empfehlung. Auf gar keinen Fall. Und der Schreibstil war auch mies. Nee, einfach. Durchbar. Schlimm. Also. Hier wird auch gesagt, ja, Alex stimmt uns auch zu. Da werden einfach 7 Leute getötet, aus nicht nahegebrachten Gründen. Ja, das ist auch das Ding. Ich habe die ganze Zeit darauf gewartet, dass noch irgendeine Enthüllung kommt. So, warum bringt sie die alle um? Wirklich einfach nur aus Rache? Ich finde ja, Rache ist immer so ein schlechtes Motiv in so Büchern irgendwie. Oh, und es war einfach nichts dahinter. Und dann gab es noch so einen dämlichen Twist zum Schluss. Boah, also, ne. Der irre Staubsauger ist Teil des Smart-Home-Killer-Systems. Ja. Wer sagt das? Meine Kollegin. Also, lass uns schnell den Livestream hinter uns bringen. Es ist gleich vorbei. Die Wohnung ist gleich gesaugt. Ich stelle mich mal stumm und wir kommen zu den Highlights, würde ich sagen. Hast du denn nur einen Flop? Ich habe nur diesen einen Flop. Okay. Gut. Paddy, ein Highlight. Also mein Highlight habe ich nicht hier, weil ich es meiner Mutter geliehen habe. Aber es ist der neue Chris Carter, Blutige Stufen. Und ich lese auch gerade ein Buch, das ein Highlight werden wird. Phil, kein Kommentar von deiner Seite bitte. Den neuen Sayaka Murata. Oh mein Gott. Es sind, ich glaube, 11 oder 12 Geschichten. Und ich bin jetzt gerade auf Seite 55, mittendrin. Und ich liebe es so sehr. Ich liebe ja alle ihre Bücher. Wie heißt es? Zeremonie? Zeremonie des Lebens. Ja. Und was hat die noch? Zeremonie des Lebens. Da kommen dann wieder die sich beim Sex aufessenden Kannibalen ins Spiel. Das musstest du jetzt sagen, ne? Du musstest noch Rache nehmen. Du musstest noch wegen dem hier Rache nehmen. Okay, ich ja. Zeitenraupenzimmer und Convenience Store. Wie heißt es? Die Ladenhüterin, genau. Beides Jahres, Monats, 1000 Highlights, Lebenslese-Highlights, mega, unglaublich, unfassbar. Und das ist jetzt eben das Neue. Ist es nicht cool? Sieht es nicht cool aus mit dem Bonbon-Auge? Nö. Es ist total verrückt und ich lieb's. Und ich habe angefangen, aber ich bin ganz am Anfang. Und ich glaube, Thorsten. Soll ich schon mal in die Hand nehmen? Ja! Hast du es da liegen?
Wo hast du es? Aber es vom lieben Ben natürlich zum Geburtstag bekommen. Was für ein Harris, das ist total an mir vorbeigegangen. Okay. Aber was für ein Klopper, gell? Die Robert Harris immer gemeinsam. Der ist richtig schön, 520, 530 Seiten. Ich dachte mir, das wird wieder so was Dünnes wie Konklave, aber der ist richtig schön. Was geht's da? Was ist, welcher Königsmörder erzählt? Ja, es ist... Oliver Cromwell, ja. König Karl der Erste. Okay. Also ja, wir sind 1660. Und die ein flüchten dann... Roman. Ich habe das gar nicht mitgekriegt, dass da was Neues kam. Wie ist das an mir vorbeigegangen? Und dann noch was Historisches. Von Robert Harris. Ja, das kann einfach, nur, das kann einfach nur genial werden. Also es ist jetzt eher so ein Highlight, das ich vermute. Aber ja, Chris Carter hat für mich wieder mal alles übertroffen. Also ganz klar. Aber ich habe es gerade nicht da, weil meine Mama liest es gerade. Die ist auch begeistert. Zu Recht. Ich bin ja immer noch wo bist du denn eigentlich? Vor dem vierten Teil. Kann ich nicht verstehen, wieso eigentlich. Weil eigentlich liest man das ja sofort durch, weil man halt nie wieder aufhören kann. Aber ja. Mir war es zu blutig, der erste Teil. Ja, es ist, ja. Also es war mir zu viel. Ich habe ihn aber beendet, den ersten Teil. Aber es gab schon viele Seiten, wo ich dachte, oh, so genau will ich das alles. Es ist halt ein harter, sehr harter amerikanischer Thriller. Ja, ist ja auch okay. Chris Carter jetzt, oder was? Ja. Muss man mögen. Was ist eigentlich mit dir und Chris Carter da oben? Ich habe ja den ersten Teil gelesen und wurde ja, während ich es gelesen habe, gespoilert bei Instagram. Also mich hat einfach jemand angeschrieben und gesagt, übrigens ist der und der der Kruzifix-Killer. Ja. Und dann war ich... Ja, also natürlich, ich habe es trotzdem dann gelesen und es war auch gut, aber irgendwie, also es hat mich nicht so zu 1000% gecatcht, aber vielleicht lese ich es irgendwann mal weiter. Aber jetzt, wo du es gerade sagst, es schließt sich gerade wieder ein Bild für mich. Ich habe nämlich letztens ein Video von dir geguckt, Paddy, und da hast du die ganze Zeit gesagt, ja, blutige Stufen war ja super. Und ich dachte die ganze Zeit, das Buch von Stephen King heißt doch Blutige Nachrichten und so gut war das doch gar nicht. Warum betitelt sie das die ganze Zeit als Highlight? Hä? Ich war so verwirrt und jetzt verstehe ich es. Ja, aber warst du in Würzburg? Was? Warst du in Würzburg? Nein. Zur Lesung? Nein, ich war nicht. Ich weiß schon. Ich habe es auf Instagram, habe ich lauter Bilder gesehen und ich habe geweint. So, weil ich nicht dort war. Guck mal, hier ist das tatsächlich an Annie vorbeigegangen. Das ist, ich weiß nicht, mit Robert Harris? Carter oder auf Robert Harris bezogen. Ich glaube auf Robert Harris, weil gerade vorhin auch noch jemand geschrieben hat, das wusste ich gar nicht. Und Steffi wusste es auch nicht. Ja, und das ist halt wieder das, ne? Also für so Müll wie Kill irgendwen, das wird überall Ding und dass ein neues Buch von Robert Harris rauskommt, das weiß wieder irgendwie niemand. Das ist einfach. Man kriegt halt nicht jede Neuerscheinung mit. Also jetzt beschäftige ich mich ja schon gerne mit Neuerscheinungen, aber ja. Nee, aber ich meine, weißt du, weil dann manchmal für ein einziges Buch so viel getrommelt und getrommelt wird und alles anderes geht dann komplett unter. Ja. So, das ist und ich meine, Robert Harris ist ja jetzt auch kein Leichtgewicht, ne? Ja. Muss man ja auch dazu sagen. Aber, ja, lieber Heine Verlag. Ja? Ja? Paddy, du wirst gefragt, hast du das neue Buch von Maggie O'Farrell gesehen über die Medici? Porträt einer Ehe. Aus der Sicht von Lucrezia. Ich hab's auf der Liste. Glaube ich, dass es das ist. Ich müsste das Cover sehen, aber ich glaube, dass es das ist, was ich auf der Will-ich-haben-will-ich-lesen-Liste habe. Aber ich lese sowas alles irgendwann früher oder später. Also deswegen, ja. Wird auf jeden Fall gelesen sowieso. Alles, was mit Borgia oder Medici oder Tudor oder Lancaster oder York zu tun hat, wird hier früher oder später gelesen. Ja. Und bei Annie war es tatsächlich auch auf Robert Harris bezogen. Ja, das ja genau. Da bin ich froh, dass ich nicht alleine bin. So, was haben wir denn hier noch für Highlight-Sachen? Phil? Ja. Achso, Steffi, ja. Stranger Things. Das möchte ich auch haben. Also, wenn man Stranger Things Fan ist, also für mich wirklich ein Jahreshighlight, ich finde ich mega. Also allein diese, also man sieht es jetzt nicht, weil es ist wirklich in Folie gepackt. Cool. Es gibt hier einen Aufkleber, also mega. Es ist wirklich irre, es ist hinten drin.
Also es ist ein Begleitbuch natürlich zur Serie. Es ist hinten drin eine Karte zum Aufklappen. Also das ist echt einfach nur der Hammer. Es ist im Buch nochmal ein Bild und wird im Grunde gespoilert. Also ich glaube, man muss die zweite Staffel gesehen haben. Da geht es darum, es werden die Charaktere beschrieben, wie die Duffer auf die Idee kamen, die Inspirationen und so weiter. Also es war wirklich mega spannend. Also wenn man die Serie toll findet, dann hat man Spaß mit diesem besonderen Buch. Und das ist ja im Sommer ist die Preisbindung gefallen und dann hat es nur wirklich 7,99 gekostet. Und für wirklich so ein Wahnsinnsbuch, also was da wirklich... Wenn man da mal, ja, einfach mal so durch, falsche Seite, entschuldigt, spiegelverkehrt. Oh, tut mir leid. Mein Hund guckt auch schon ganz kritisch. Also wenn man da wirklich durchguckt, wie viele Bilder und Erklärungen und Grafiken, also Empfehlung für alle, die vielleicht einen Stranger Things Fan im Freundeskreis haben und ein Weihnachtsgeschenk suchen, da ist es. Also wirklich der Hammer. Es hat mich wahnsinnig gut unterhalten und mich total in diese Stranger Things Welt wieder so reingezogen und ich fand ja auch die vierte Staffel richtig, richtig gut. Ich auch. Also absolutes Highlight. Die Schutzfolie hat einen mega geilen 80s Vibe. Mhm. Ja. Ja. Ist auch so. Büchereieinband, ne? So ein bisschen. Also man hat hier zum Beispiel auch Tipps aus Bücherregalen. Ich hoffe, man sieht es ein bisschen. Stephen King. Wie so ein schwarzes Brett aufgebaut. Ne? Also ist ja nur Stephen King. Ja, auch mit drin, genau, richtig. Ja, und gibt ja noch, also es ist wirklich ganz, ganz toll. Also ich, was ist das für ein Verlag, Steffi? Das ist eine gute Frage, Penguin Verlag, also Random House. Mhm. Hier zum Beispiel steht auch Zustand gut. Und das hat keiner reingeschrieben, sondern es steht einfach so drin. Also ich bin da echt total, also für jeden Nerd ist das was. Ja, ist das auf der Rückseite hinten eine Karte von Hawkins? Ach, das klirrt halt so. Also das ist diese Karte, die man dann so sieht, ne? Wo wir uns befinden, wo wir suchen. Das ist die Spiegelverkehr, das ist die Stadt. Also das sieht schon cool aus, ne? Cool, ja. Und dann auch hier nochmal handschriftlich, also es ist wirklich mega, die Aufmachung. Also das ist ja auch wirklich, also dafür nur 8 Euro, muss man echt sagen, was dafür eine Liebe im Detail steckt. Also ja, also da würde ich dann auch die 75 Euro ausgeben, die ich bei der S-Sonderausgabe zu geizig wäre. Aber das ist echt großes Kino. Ja. So, jetzt hören wir auf zu knispern. Ja. Und mein zweites Highlight, oder es ist auch so eine Reihe, das ist mal so ein bisschen was anderes, aber auch zum Gruseln, das ist von Victoria Schwab, ist vermeintlich ein Kinderbuch oder so ab 10, aber es ist hier wunderbar gruselig, durch diese Kinderaugen sich zu gruseln, so diese Atmosphäre, wir haben hier unsere Protagonistin, ist wirklich relativ jung, ich glaube 12 oder 13, ist vor einem Jahr fast ertrunken, ein Geist hat ihr Leben gerettet. Und auf einmal kann sie eben die Schwelle zum Totenreich, also den Vorhang im wahrsten Sinne des Wortes, heben und hat eben Kontakt zur Geisterwelt. Und dann merkt sie eben schon im ersten Band, das ist jetzt der zweite, da merkt sie, dass sie eine Aufgabe hat. Und es ist jetzt auch der dritte rausgekommen, den habe ich mir auch die Woche schon besorgt, den habe ich noch nicht gelesen. Aber es war so schön mit Kinderaugen sich zu gruseln. Also ich weiß nicht, ob ihr versteht, was ich meine. Ne? Ich meine, umso älter man wird, umso weniger gruseln einen ja Geister oder wenn es irgendwelche Geräusche gibt. Aber als Kind hat man sich ja vor so vielen gefürchtet, vor Katzen, vor Schwarzen vor allem, na hübscher. Das ist so schön beschrieben. Also das macht Victoria Schwab wirklich toll, dass sie uns so mitnimmt und was da so atmosphärisch düster ist. Fand ich mochte den ersten Teil, das sind wir in Edinburgh mega gerne. Hier sind wir in Paris und sind eben in den unterirdischen Katakomben von Paris. Und das ist so Wahnsinn, wenn man dann auch noch googelt, wie das aussieht. Und richtig, richtig toll. Ich freue mich schon auf den dritten Teil. Und es ist halt mal was so gefühlt ganz anderes. Ne? Als wenn wir sonst so diese harten Dinge wie Chris Carter und Stephen King gewöhnt sind, ist das natürlich kein Vergleich. Ne? Aber
so, ich mochte dieses feine und diese zarte Gänsehaut, die sich in manchen Szenen so gezeigt hat und wirklich eine ganz, ganz tolle Reihe und einfach mal so vielleicht auch für zwischendurch, ne, einfach mal was anderes. Und es, die englische Ausgabe sieht halt auch einfach Hammer aus, ne? Und so, ja, konnte ich nicht vorbeigehen an der englischen Ausgabe. Ja. Ist das auch die... die Eddie LaRue geschrieben hat? Ja, genau, genau, ja. Genau. Also Victoria Schwab. Das war auch so toll. Genau, Eddie LaRue war auch toll. Victoria Schwab schreibt sie im Kinder-Jugendbuch-Genre. Und als wenn sie die Erwachsenerin-Bücher schreibt, dann ist sie V.I. Schwab. Also Victoria, ich glaube, ach Elisabeth so. Schwab. Und so. Danach kann man sich so ein bisschen richten. Und Eddie LaRue ist ja wirklich eher Erwachsener, also deswegen dann auch V.I. Schwab. Auch diese vier Farben der Magie, glaube ich, ist ja auch eher ein bisschen für ältere Leser. Und das ist jetzt wirklich eher so für Kinder, ich würde sagen, ab 10. Also so, ja. Aber den Mann, den hört man überall. Also das ist ja Fantasy, ne? Ja, richtig. Ja, ja, ja. Ja. Das waren so meine Highlights, die ich hier gerne loswerden wollte. Ich habe noch ein Highlight, aber da kommen wir später hin, wenn wir über Stephen King sprechen. Und seine anderen. Was sind deine Highlights? Meine? Jetzt ich? Nein, ja, deine oder Phils. Ja, Phil, je nachdem. Die Kunst des Verschwindens, aber ich bin mit Paddy in einem Hangout, also Perlen vor die Säue und der dunkle Turm, aber ich bin mit Paddy in einem Hangout, also Perlen vor die Säue. Also, hallo, du kannst Steffi da aber beim dunklen Turm auch gern mit reinnehmen. Aber der Unterschied ist, Steffi hat es wenigstens versucht. Genau. Und du ich habe den ersten Teil auch gelesen. Du hast den ersten Teil auch gelesen und du hast eine Wette verloren und solltest eigentlich den zweiten Teil lesen und hast es bis heute nicht gemacht. Ich mache dir jetzt einen Vorschlag, Pani. Ich vergebe dir diesen Popar mit die Kunst des Verschwindens, wenn du 3 liest. Vor allen Dingen, wir beide finden, dass das das Beste ist, was je mal geschrieben worden ist, Paddy. Aber ohne jetzt die Geschlechterkeule auspacken zu wollen, weil du keine packst gar keine Keule aus. Aber ich habe ja den ersten Band zusammen mit Paddy gelesen und den zweiten Band dann mit unserer aller Freundin Becky. Also, und wir haben ja beide den zweiten Band abgebrochen. Und ich kann es nicht mehr hören. Und ich kann es auch nicht mehr hören, dass ich selbst davon schwärme und es einfach nicht ankommt bei euch. Ich kann es einfach nicht mehr hören. Ich kann einfach nicht mehr. Ich bin am Ende meiner Kräfte. Aber ich freue mich, dass es dir gefällt. Aber es nützt doch nichts, wenn ich da nach einem Drittel oder gar 40% denke, was ist denn das für ein Schwachsinn? Ja, bei dir ist es ja okay, aber Paddy. Eigentlich als Schwachsinn. Du findest 3 als Schwachsinn und findest Fairy Tale annehmbar? Nee. Es war so, aber vielleicht hätte ich ja 3 auch hören müssen. Vielleicht hätte ich dann darüber hinwegsehen können, weil Fairy Tale habe ich gehört. Hätte, Fahrradkette. Ich krieg wirklich Puls. Also wenn hier gleich irgendwie was spritzt, dann ist das meine Halsschlagader, die geplatzt ist. Weil es geht einfach nicht mehr. Paddy, du musst jetzt den dunklen Turm weiterlesen. Was hat denn das für Seiten? Der dritte Band hat, glaube ich, 500, 600 Seiten. Der zweite Band, sorry. Paddy liest den dunklen Turm und fällt den neuen Sayaka Murata. Ja, das ist ja, er ist in 5 Minuten durch mit dem Buch. Wer 3 nicht liest, ist selber schuld. Ja. Ich würde so gern wissen, was Paddy zu 3 sagt. Ja, ja, du blendest es nur auf wieder deine Karte. Der dunkle Turm war mega. Bin gerade bei Wolfsmond und Liebe. Es gibt einfach keine anderen Kommentare, liebe Paddy. Ach ja? Phil braucht gleich einen Psychologen. Blend mal das ein. Ich aber Tod war doch der dritte Band, oder? Tod ist der war auch super. Die waren alle super, außer Schwarz. Ja.
Also am besten war aus dem Dunklen Turm-Universum noch diese Kurzgeschichte aus dem Kabinett des Todes, was Becky und mich ja animiert hat, Becky ist ja auch im Chat, was Becky und mich ja animiert hatte, tatsächlich da weiterzumachen, weil uns die Kurzgeschichte dieser Schwestern ihnen irgendwie so gefallen hat. Aber die Kurzgeschichte war am besten. Ja. Können wir jetzt... Genau, Themenwechsel. Können wir nach Osten kommen? Oder Phil, bist du schon fertig? Ich hätte so gern gehört, warum die Kunst des Verschwindens für dich so ein großes Highlight war, im Detail, aber... Ich kann dir en Detail sagen, warum der Dunkle Turm so ein Highlight ist. Oh ja. Wollen wir das einfach so machen? Aber es ist jetzt gut, dass du damit durch bist, weil dann hören diese Gespräche im nächsten Jahr endlich. Nein, Steffi. Ich fürchte, das Konzept meines YouTube-Kanals geändert, damit ich ganz, ganz viele schöne Dokumentationen über den Dunklen Turm machen kann. Ja, aber die müssen wir uns ja nicht anschauen, Pani. Das stimmt, aber... Mal gucken. Ich bin ja auch immer noch derjenige, der die Intros macht. Oh Gott, stimmt. Philipp, du musst ja auch Wind noch lesen. Das wirst du ja auch. Ich bin dabei. Du bist schon dabei. Mhm. Und dann müsstest du ja Schwarz eigentlich auch nochmal lesen. Thorsten, man kann es ganz einfach machen. Wenn man den Dunklen Turm gelesen hat, muss man einfach alles von Stephen King lesen. Und wenn man alles von Stephen King gelesen hat... Oder man liest alles von Stephen King und liest den Dunklen Turm halt nicht. Und wenn man alles von Stephen King gelesen hat, muss man auch den Dunklen Turm lesen, weil sich das einfach so unfassbar krass geil ergänzt und man einfach nur dann die Genialität von Stephen King überhaupt richtig greifen kann. Es geht einfach nicht. Und vor allen Dingen musst du dann der Buick lesen. Ich habe es ja vorher gelesen. Ich bin ja immer noch völlig... Ja, ich... Ja, Patti kann auch das Hörbuch hören, zum Beispiel. Aber es ist nicht von Nathan, glaube ich, gesprochen. Nein, leider nicht. Die einzigen, die nicht von Nathan sind. Aber der Sprecher, dieser Vittorio, wie auch immer der heißt, der passt eigentlich auch ganz gut. Wir lieben Eu. Ich liebe Eu auch. Ich denke so, wie Frauer, man kann halt niemanden zu seinem Glück zwingen. Nee, genau. Das stimmt. Weil sonst können Patti und ich, glaube ich, auch so ein paar gute Bücher vorziehen, wo wir auch jeden davon überzeugen wollen, dass die gelesen werden und dann... Ja, dann mach das doch, dann lese ich die auch gerne. Also ich verstehe das einfach nicht. Ich könnte mich stundenlang darüber aufregen, aber ich höre jetzt mal auf. Der Dunkle Turm, der kommt bestimmt später noch, wenn wir über Fairy Tale sprechen. Denn auch Fairy Tale zum Beispiel findet man besser, wenn man den Dunklen Turm vorher gelesen hat. Aber Perlen vor die Säule. So, jetzt bin ich dran. Und ich möchte euch einladen auf eine Reise über euren Tellerrand hinaus. Oder zumindest über meinen Tellerrand hinaus. Aha. Denn manchmal ist es auch schön, mal Bücher zu lesen, die ein komplett anderes Genre bedienen. So bei mir, meine 2 Jahres-Highlights ist einmal von Olivier Bourdieu de Bois, also Franzose, Warten auf Bojangles, die Geschichte einer Familie. Sag mit doch einer mal den Autorennamen, nur für mich. Olivier Bourdieu. Oh. Habe ich auf meiner Wunschliste. Bourdieu, ja. Die Geschichte einer Familie mit einer Mutter, die manisch-depressiv ist. Und so ist dieses Buch auch eine Mischung aus wunderschönen, zuckersüßen Erzählungen, immer aber so ein bisschen mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Und erzählt wird abwechselnd aus der Sicht des Jungen, des Sohnes und aus der Sicht des Vaters. Und sie machen halt gerne oder sie tanzen halt gerne zu diesem Lied Mr. Bojangles. Ist auch jetzt verfilmt worden, französischer Spielfilm. Mich hat der Trailer nicht so überzeugt, aber dieses Buch auf jeden Fall lesen. Es hat auch nur 155 Seiten. Wunderschöne Geschichte. Und das zweite Highlight, nochmal ein Schritt über den Tellerrand hinaus, nämlich ein absoluter Klassiker, Oscar Wilde, Das Bildnis des Dorian Gray. Na dann. Was für eine wundervoll erzählte, düstere Geschichte über Arroganz, Neid,
Missgunst, Hass. Du hattest es vorher noch nicht gelesen. Nein, ich kannte das nicht. Was? Und dieses Buch ist 130 Jahre alt und es liest sich wie ein Spiegel der Gesellschaft heute noch. Und es liest sich auch so aktuell. Die Sprache ist sehr leicht verständlich, also jetzt nicht so ein Geschwurbel, aber trotzdem wunderschön. Und ich glaube, es ist der einzige Roman, den Oscar Wilde geschrieben hat. Der einzige Roman. Und dann noch in dieser wunderschönen Anaconda-Ausgabe. Die habe ich auch, ja. Die mich ganze 4,99 Euro gekostet hat. Ein absolutes Jahreshighlight. Warum habe ich nicht vorher Oscar Wilde gelesen? Ich wusste nicht, dass du das nicht gelesen hast. Das hätte ich mir nie gedacht. Ich dachte, keine Ahnung, wieso ich es dachte. Toto verwandelt einen BookTube-Livestream in eine Germanistik-Vorlesung. Aber in Germanistik machst du selten französische und englische Literatur. Stimmt. Aber groß, Oscar Wilde, der konnte schon was. Ja. Ich finde ja auch dieses Bojangles-Buch, da hast du jetzt auch schon irgendwie öfter von geschwärmt, das klingt einfach richtig, richtig gut. Es ist also einfach entzückend. Obwohl es ja eine relativ schwere Thematik beinhaltet, es ist einfach echt entzückend. Hier wurde irgendwo auch gesagt, jetzt kommt Toto wieder mit Büchern, die kein Mensch kennt. Aber das finde ich auch immer so toll einfach. Also dieses Bojangles-Buch hätte ich nie auf dem Schirm gehabt ohne dich. Aber Oscar Wilde, hoffe ich doch, dass er bei Bojangles wurde geheult. Ja. Bojangles war eine Jahreshighlight. Oh, Sarah. Aufgrund deiner Instagram-Empfehlung wurde es gekauft und geliebt. Ja, cool. Und es ist so schnell zu Ende. Und es ist so... so dieses Ende. Also, und man möchte nicht, dass es zu Ende ist und möchte am liebsten wieder von vorne anfangen. Das sind doch die besten Bücher, ne? Ist das deine Katze etwa? Meine? Die sollte dringend zum Arzt gehen. Das war mein Hund. Eigentlich war das mein Staubsauger. Also, das war mein Hund. Mein Wiesenwelt klingt das ein bisschen lauter. Also, investiert die 2-3 Stunden und lest Bojangles. Was für 150? Wie viele Seiten hat das denn? Hm? Wie viele Seiten hat das? 150. Hm? 3 Stunden? Was? Wieso? Wieso? Schafft man auch in 2. Ja, du. Sie ist ja nicht jeder so schnell wie du. Deswegen fand Steffi zum Beispiel auch 3 nicht gut, weil sie es einfach nicht richtig liest. So. Das habe ich mit Paddy sehr richtig gelesen, im fein säuberlichen Abschnitt. Ich rede von 3, nicht von schwarz. Also von 3. Ach so. Ja, 3 habe ich aber mit Becky gelesen, auch in fein säuberlichen Abschnitten. Naja, wenn ihr beide schon mit einer Einstellung da rangeht. Nein. Doch, das ist der Kern des Problems. Nein, das stimmt. Sprachnachrichten hochschaukelt, ist das kein Wunder. Nein. Wir sind ja, Becky und ich sind in diesem zweiten Band gestartet, nachdem wir eine geniale Kurzgeschichte aus der Dunklen Turmreihe gelesen haben. Und dann habe ich gesagt, Mensch, wenn diese Kurzgeschichte wir so geil finden, dann muss doch auch der Rest der Dunklen Turmreihe toll sein. Also wir sind mehr als positiv da reingegangen. Heißt, und Philipp und ich schwärmen seit Jahren. Becky fand Schwarz ja auch toll. Oh, die Kurzgeschichte ist toll, da muss ja auch der Turm toll sein. Wir sagen es dir doch schon die ganze Zeit. Nein, aber ich fand ja Schwarz nicht gut. Und Becky fand aber Schwarz ich doch auch nicht. Thorsten, ich brauche eine Zigarette, komm. Dann wollen wir doch mal über Fairy Tales sprechen, ja? Oh Gott, tolle Überleitung. Das ist ja noch besser. Aber ja, da bin ich dann ja eher, also ja, da bist du ja nicht ganz so abgeneigt, Steffi. Also nicht, nee, war ich auch nicht euphorisch, auch nicht also, aber auch nicht ganz gerne abgeneigt. Über Fairy Tales sprechen, ich hole mir jetzt erst noch einen Kaffee. Dürfen wir trotzdem schon anfangen oder sollen wir über was anderes sprechen? Es interessiert mich nämlich nicht die Bohne, was hier über Fairy Tales. Los! Das Beste an Fairy Tale war David Nathan als Hörbuchsprecher. Das erste Drittel war grandios, diese Charakterbeschreibung von Charlie, dieser Charlie, ich glaube schon, ne? Ja, fand ich richtig gut, wie wir da hinkommen, wie er sich um den alten Mann kümmert, um den Hund, ach, war der Hund nicht entzückend.
Richtig, richtig toll. Dann sind wir in diesen fantastischen Teil gekommen und ich dachte mir, wo bin ich und warum und was mache ich hier? Dann wurde Charlie wahnsinnig neunmal klug, das hat mich tierisch aufgeregt. Furchtbar, danke. Und dann quälte ich mich so durch den Mittelteil und dachte dann zum Ende hin, okay, hinten war es dann gut, aber mittig hätte ich es als lesender Mensch wohl abgebrochen. Als hörender Mensch dachte ich, ja, David Nathan unterhält mich gut beim Putzen, da höre ich weiter. Ich kann, also mehr kann ich da gar nicht zu sagen, weil genau das, was ich jetzt eigentlich auch sagen wollte. Und ich habe mich im Mittelteil wirklich gefragt, war das Stephen King? Ja. Was will er mir sagen? Wozu sind wir hier? Und wie abgedreht ist das eigentlich alles? Und ja, ich fand es nur okay. Das mit dem Mittelteil kann ich sehr gut nachvollziehen. Ohne zu spoilern, ich fand, es war sehr... Auf einmal war so ein bisschen die Tribute von Panem mehr angesagt, irgendwie, als so ein Märchenbuch. Also es gab da wirklich so eine Sequenz von gut 150 bis 200 Seiten, die ich auch, die hätte man kürzen können. Da habe ich ein bisschen den Faden verloren, weil auch plötzlich sehr viele neue Charaktere eingeführt wurden, irgendwie so. Und ich mir so dachte, komm, aber eigentlich wollen wir doch hier Charlie begleiten und er soll doch einfach an sein Ziel gelangen. Und was ist eigentlich mit Radar und keine Ahnung. Das kann ich verstehen. Und da habe ich dann auch einen halben Stern irgendwie abgezogen. Aber für mich hat das dieses Buch überhaupt nicht kaputt gemacht. Es ja, war einfach nur eine kurze Länge. Und es, für mich war es einfach, es war eigentlich alles, was ich mir davon erhofft habe. Und noch viel mehr. Es hat mich mitgenommen. Es war Radar. Wir sind uns doch einig, dass Radar einfach ganz viel Liebe für Radar. Und die ersten 300 Seiten waren mein Highlight und die letzten 200 Seiten waren auch mein Highlight. Also beim Anfang gehe ich mit, ja. Beim Ende, das war so okay, aber ja, da hat er mich irgendwo verloren zwischendurch. Ja, kann ich verstehen. Und gerade wieder so der Anfang. Mhm. So dieses, der Hund und der Nachbar und Charlie und wie das überhaupt alles losgeht und wir, also ne, kein Spoiler oder so, aber wie er dann halt zu ihm kommt und wie er ihm hilft und was sie überhaupt für Gespräche führen und diese Kleinigkeiten, zum Beispiel, dass Radar immer mit dem Schwanz auf den Boden haut, ne, und ich habe den Hund, weil, ne, mit dem Hund gesehen, wie er so, es war so, alles vor mir, wirklich, ja. Von der ersten ja. Seite an, alles gesehen, Film ab, ja. Von ja. Wirklich. Seite 1 bis letzte, Film ab, ohne die Bilder, Scheiß. Die einfach gezeichnet wurden, dann ja auch irre. Noch die Frau ohne Mund, ne, die auch so. Auf dem Cover drauf war, so. Ich brauche keine geil. Serie und keinen Film zu diesem Buch, ich brauche das nicht, wirklich, weil ich habe es schon gesehen, so, also ganz einfach. Irre. Stephen King halt. Ich kann es halt nur, jetzt ist Thorsten nicht da, jetzt kann ich es erst recht sagen. Also der Chat geht auch ganz schön ab. Ich muss da mal ein paar Sachen einblenden, die hier gesagt werden. Die ersten 200 bis 300 Seiten waren King, wie man ihn liebt. Der Rest ein wenig zäh. Und ich habe mich oft zurück zu Mr. Bowditch gewünscht. Das kann ich auch nachvollziehen, weil auch dieser grumpy Mr. Bowditch war einfach auch so ein bisschen mein Highlight. Also, wenn ich mal alt werde, dann möchte ich so werden wie er. Mr. Bowditch, ja. Philipp, das wird. Ich werde so, ja, glaube ich auch. Inklusive des Hundes. Thorsten, darf ich dich jetzt mal bitteschön fragen, was dir genau an den ersten, im ersten Drittel von Fairy Tale jetzt nicht gefallen hat? Könntest du uns das einmal mitteilen, weil wir verstehen es nicht. Ich, niemand versteht es. Bin leider. Bis auf Seite 473 gekommen. Ach so. Das ist ein bisschen mehr als die Hälfte. Mhm. Und ich will euch jetzt auch mal ganz klar erzählen, was an diesem Buch alles nicht stimmt und warum das eigentlich eine ganz, ganz schrecklich geschriebene Geschichte ist. Bin gespannt. Ich war gestern, mal kurz den Wein aus meinem Kühlschrank. Ich war gestern noch beim Arzt, habe mir
meine Cholesterin. Aber nicht wegen Fairy Tail. Ja, ich habe mir meine Cholesterinsenker bestellt und habe überlegt, mir auch noch ein paar Intelligenzsenker mit verschreiben zu lassen, damit ich ansatzweise verstehe, was ihr an diesem Buch gut findet. Habe mich dann aber dagegen entschieden. Stephen King sagt man ja nach, dass er so toll Kinder und jugendliche Charaktere zeichnen kann. Dieser Protagonist, dessen Namen ich schon wieder vergessen habe, weil er Charlie, weil er so nichtssagend war so von Anfang an unsympathisch, weil er als 17-Jähriger natürlich diese Geschichte hat, die Stephen King ja immer rauskramt, wenn er nicht mehr weiß, was er schreiben will. Ein alkoholkranken Vater, natürlich Alkoholismus in Stephen King ganz, Geschichten ganz groß. Und natürlich als Halbwaise muss er sich durch das Leben kämpfen und kann aber, nicht, dass er andere Probleme im Leben gehabt hätte, Nietzsche zitieren. Also das fand ich schon sehr, sehr komisch. Und was dieser Kerl alles weiß und alles kann, ich glaube, so einen hätten wir bei uns in unserer Clique einmal am Tag einen in die Fresse gehauen. So unsympathisch. Das Einzige, was noch einigermaßen funktioniert hat, war der Mr. Bowditch und die Beziehung. Was ist denn mit Radar und den ganzen wobei man sagen muss, dass die Beziehung zwischen jungen Menschen und alten Menschen nichts Neues ist bei Stephen King, schon 100-mal viel besser gelesen in der Musterschüler, sogar noch besser in der ganz schlechten Kurzgeschichte Mr. Harrigans Telefon, die ja auch verfilmt worden ist, warum auch immer, man weiß es nicht. Ich habe es mir nicht angeschaut, weil du gesagt hast, es ist kacke, ich gucke es dann nicht. Also dieser Film ist mehr als flüssig, der ist überflüssig. Und dann kommt Raider noch dazu, ja, der arme, kranke Hund, wo ich dachte, wenn Stephen King mir jetzt auf irgendeiner Seite nochmal erzählt, dass dieser Hund ja so schwer krank ist, dann flippe ich aus, weil er wird nicht müde, diesen kranken Hund immer wieder als kranken Hund darzustellen, um so ein bisschen, vielleicht auch ein bisschen auf die Tränendrüse zu drücken, man weiß es nicht, auf jeden Fall weiß man schon, ab der ersten Seite, dass dieser Hund krank ist und wird dann auch öfter mal darauf hingewiesen, dass dieser Hund krank ist, okay. Das Einzige, wo ich so ein bisschen dachte, jetzt kommt Stephen King mal ein bisschen durch, ist die Szene, wo dieser Schuppen das erste Mal entdeckt wird. Aber als er dann reinging, dachte ich, ach, ich lese doch lieber den Buick weiter, weil da gibt es nämlich auch einen Schuppen. Und viel, viel spannender die Geschichte, da kommt zwar dasselbe Zeug raus da, diese komischen Tiere, also auch alles nicht neu. Und dann dieser Abstieg in die Märchenwelt. Ich weiß nicht, was das... Ich habe nicht verstanden, was das mit Märchen zu tun hat. Mit Märchen hatte das Ganze nichts zu tun, bis dahin, wo ich es gelesen habe. Es war einfach eine furchtbar schlechte Geschichte, Fantasy-Geschichte, wo ich mir nur gefragt habe, ist das tatsächlich Fantasy, so wie wir das lesen wollen? Oder hat Stephen King einfach den gescheiterten Versuch gestartet, nochmal so ein bisschen den dunklen Turm heraufzubeschwören, was ihm natürlich überhaupt nicht gelungen ist? Und sprachlich auf Grundschulniveau wird einem alles erklärt. Es ist also betreutes Lesen, was wir jetzt bei Stephen King haben. Es wird einem alles erklärt, was wir sehen. Und vor allen Dingen, was besonders interessant ist, es wird auch erklärt, was wir nicht sehen. Also Stephen King geht schon so weit, dem Leser erklären zu müssen, was er mit seinen Aussagen meint. Früher war das noch so, dass man sich selber ein Bild machen konnte. Show, don't tell, sagt man ja im Kino. Stephen King hat das ja auch immer so gemacht, mit Bildern, Geschichten gezeichnet. Aber nein, er erzählt dir jetzt alles. Weil wenn der Charlie mit einem Bollerwagen durch diese Fantasy-Welt fährt. Auf dem Bollerwagen liegt übrigens sein kranker Hund. Dann denkt sich Stephen King, oh, wenn ich das jetzt schreibe, dann denkt doch der Leser bestimmt, dass die Räder des Bollerwagens quietschen. Ja, das tun sie natürlich nicht. Und deshalb muss ich das schreiben. Und dann schreibt er, die Räder des Bollerwagens quietschten nicht. Und das lese ich dann. Und dann denke ich mir, ach so, okay, die quietschen nicht, ach so, okay. Dann schreibt er,
die Stimme der war ein dumpfes Grunzen. Oder ein Stephen King. Genau. Stephen King denkt sich, oh, aber ich habe doch vor 50 Seiten schon eine Figur eingeführt, die auch die so grunzt. Aber, oh, das ist gar nicht das Grunzen, das ist ein anderes Grunzen. Dann schreibe ich das doch da rein. Und dann schreibt der, das Grunzen war nicht so wie bei sondern auch etwas dumpf. Und dann denke ich mir, was ist das? Was soll das? Das Highlight. Er schreibt, die Kirchturmglocke schlug dreimal. Dong, dong, dong. Ja, das ist doch okay, das ist doch einfach. Und ich lese das und ich denke, ich weiß, wie eine Kirchturmglocke klingt. Es ist Kindergartenniveau. Also du hast ja tatsächlich gar nicht so unrecht, jetzt wo du diese Beispiele so ansprichst. Also ja. Entschuldigung, Steffi, wenn ich dich nochmal unterbreche. Ich habe Buch geführt. Ich habe die Stellen fotografiert, wo es die. Ja, aber das ist doch das Problem. Genieß doch einfach die Geschichte. Nein, ich werde doch. Mach nicht Fotos von allem. Ich habe bestimmt 50 Aufnahmen von Stellen, wo Stephen King schreibt, was nicht ist, was nicht passiert. Nein, er drehte sich nicht um. Nein, ich denke mir, schreibt mir doch, was passiert. Aber wir müssen für die Dramaturgie auch immer sagen, ja, Paddy liest nicht drei. Das ist doch das Gleiche. Aber ich heiße aber doch nicht Stephen King. Aber fast. Oh. Wenn ich Glas nehme. Nimm doch ein Buch, was wir alle kennen. Und was ich als das beste Buch empfinde, was Stephen King je geschrieben hat. Obwohl ich zwei Anläufe brauchte, da muss ich auch dazu sagen. Dito. Glas ist das Beste, was Stephen King je geschrieben hat. Und dann daneben stelle Fairy Tale. Dann ist Glas Champions League und Fairy Tale ist Kreisliga Nord. A-Jugend. Oh, furchtbar. Okay. Was sagt denn der Chat? Bin ich raus? Ja. Also es geht wohl tatsächlich vielen so, dass der Anfang gut war und der Mittelteil dann eher so und das Ende wieder okay war. Aber also ich wurde zwischenzeitlich gefragt, ob ich dich stumm schalten kann. Willkommen im Format Toto zerreißt den neuen King. Toto wird sehr unterhaltsam befunden. Ich kann es ja auch, also es ist ja nicht so, als wäre deine Kritik völlig aus der Luft gegriffen. Also, oh, danke schön. Nee, ist richtig. Anders als Steffis Kritik zu drei zum Beispiel, aber das ist eine andere Geschichte. Man kann es ja irgendwie tatsächlich nachvollziehen. So, genau, hier ist das, was Steffi gerade angesprach. Die ersten 300 Seiten noch richtig gut. Charlie fand ich jetzt auch nicht unsympathisch. Ich hätte für ihn noch Platz in der Tagespflege. Also für dich, Thorsten. Ich meine, ich sage meine Meinung und jeder darf natürlich dieses Buch feiern. Ich kann es einfach nur nicht nachvollziehen, weil wer andere Stephen King Bücher, meine Meinung, gelesen hat, der merkt tatsächlich einen Abfall der Qualität, der sprachlichen Qualität. Das hat auch sicherlich was mit dem Übersetzer zu tun, aber sicherlich nicht nur. Das kann man auch nicht nur dem Übersetzer ankreiden. Meint ihr, oder vielleicht auch gerade du, Thorsten, dass dieses Buch einfach eigentlich schon älter ist und nicht sein neuestes Werk, sondern er das aus einer Schublade gezogen hat? Dann wäre es besser. Vielleicht eher genau das Gegenteil, ne? Dass es im Lockdown einfach schnell runtergeschrieben wurde. Ich weiß nicht. Also ich hatte manchmal das Gefühl, also ich bin ja zum Beispiel auch kein Fan seiner ganz frühen Werke. Also ich bin ja zum Beispiel auch kein Fan von Carrie. Und auch Shining, es war ja so vom Stile da auch noch ein bisschen einfacher, mehr subtiler als hier, aber auch einfacher. Dieses große, epische kam ja erst ein bisschen in den 80ern. Ja. Und ich habe mir da manchmal überlegt, und das meinte ich vorhin auch mit diesem Mittelteil, ob er den geschrieben hat, ob dieser Mittelteil vielleicht nicht schon
irgendwann irgendwo mal gelegen hat in dem Schub und er jetzt dachte, wie bringe ich diesen fantastischen Mittelteil in irgendeine Geschichte, weil das eben auch für mich so wahnsinnig unterschiedlich war, der Anfang, das Ende und dieser Mittelteil in dieser Märchenwelt. Und ich habe mir immer gedacht, lag das im Schub und das hat er jetzt rausgezogen und gedacht, jo, jetzt ist die richtige Zeit dafür. Ich weiß auch nicht, ich kann das mal nicht greifen. Ich glaube, das sind Ideen, die früher einfach nicht gelaufen wären. Ja. Also ich sag mal, so ein ähnliches Buch hat er ja schon mit Die Augen des Drachen im Märchenformat. Hab ich geliebt. Oh Gott. Was ja auch der Turm. Mega. Den Turm widerspiegelt 1:1 quasi. Und mit Sleeping Beauties, finde ich, hat er auch märchenhaft geschrieben, was ich auch noch gut fand. Aber es ist einfach, das ist nicht Märchen, das ist nicht Fantasy. Also das will ich nicht lesen. Also das ist nix. Okay. Guck mal im Chat noch mal ganz, ganz kurz ein paar Sachen vom Chat, die müssen wir ein bisschen mit einbinden. Thorsten macht aktuell YouTube-Videos. Also es sind in letzter Zeit ein paar gekommen. Schaut einfach mal vorbei bei ihm. Vielleicht wurde es euch ja nicht angezeigt, weil er schon so lange... Bist du auf einmal so weit weg, Phil? Man hört dich gerade. Bist du so lange? Hallo? Ja, hallo? Besser. Entschuldigung, ja. Hallo. Ja. Was war für euch das letzte Highlight von King? Fragen wir erst die Damen. Fairy Tale. War ein Highlight. Außer Fairy Tale. Also später. Ja, wie meinen wir das mit dem letzten? Was neu erschienen ist oder was ich zuletzt gelesen habe? Oder? Was du zuletzt gelesen hast, von King. Ach so. Ja, dann liegt das hier. Das Leben. Ja. Echt? Oh das, ja. Das so feiert. Ich fand das auch langweilig, stellenweise. Ich fand das großartig. Ich fand es auch mega. Ich fand das also, großartig. Das ist ja zweigeteilt, aber so ein bisschen biografisch. Das fand ich richtig super. Und dieses Schreibdingsbums da, das hat mich gar nicht interessiert. Ja, aber ich fand es halt spannend, wie er ja auch oft beschrieben hat, wie seine Ideen, wie ja. die entstehen und so weiter. Und das finde ich natürlich schon von einem Autor, von dem ich irgendwie 50 Bücher gelesen habe oder mehr, fand ich das mega interessant. Und ja. auch das Audiobiografische, das er mit reinnimmt. Und dass man eben, wenn man dann seine Geschichten kennt, erkennt man ihn ganz oft, nicht nur als das Kind, als der Jugendliche, sondern man sieht ja. auch so viel von seiner Familie, die man da ja näher kennt. Und das finde ich natürlich dann faszinierend in all den Büchern, die ich jetzt lese, wo ich denke, ah, da kommt vielleicht das her, da ist die Inspiration von dem Onkel, von der Mutter, von der Cousine fünften Grades. Also er holt da ja schon so ein bisschen aus. Aber ich fand das echt mega. Was ich so geil fand, eine Stelle werde ich nie vergessen, wie er schreibt über seinen Freund John Katzenbach, dass John Katzenbach keine Dialoge schreiben kann. Fand ich herrlich. Ja. Ich fand ja so toll bei Das Leben und das Schreiben die Passage, wo er nochmal sagt, meine Charaktere, meine Figuren handeln einfach. Ich habe eine Situation vor Augen von diesen Figuren, zum Beispiel bei Das Spiel. Frau ist mit Handschellen da im Bett. Oh Gott, wisst ihr noch, wie wir den Film geguckt haben? Ja. Oh Gott, das war... Oh. Und dann handeln meine Figuren einfach. Ich gucke einfach, wohin die Geschichte geht. Und wenn man das mal sich vor Augen führt, dann ist das einfach King in Reinform. Weil ganz oft wird ihm ja auch nachgesagt, dass seine Enden so kacke wären. Rührt vielleicht auch einfach ein bisschen daher, dass er seine Figuren so plastisch beschreibt und so gut ausarbeitet, dass das wirklich Menschen sind. Und natürlich hat das Ende dann manchmal vielleicht nicht irgendwie die schöne Schleife einer Märchengeschichte am Ende, sondern es ist einfach real. Und Stephen King kann das halt. Er hat diese echten Figuren irgendwie im Kopf. Und das hat er so toll beschrieben in Das Leben und das Schreiben, wie er da rangeht. Das ist auch auf jeden Fall ein Kandidat für ein Reread, weil da so viele tolle Sachen irgendwie drin sind. Und ja, hier wird auch gesagt, Sarah hat das schon 4-mal gelesen. Ja, also ich möchte es auf jeden Fall nochmal in haptischer Form lesen. Ich habe es das erste Mal als E-Book gelesen, worüber ich mich jetzt sehr ärgere, weil ich natürlich keine Markierungen machen konnte. Aber beim Reread wird es dann. Und
Ganz besonders geil wird es, wenn man das englische Hörbuch hört, das ist nämlich von Stephen King gesprochen. Oh, das ist so toll. Ich empfehle dem Meister die Lektüre seines eigenen Schreibratgebers. Ja. Da könnte er vielleicht noch die eine oder andere Idee für seine nächsten Werke rauskriegen. Ich meine, man muss ja auch mal sagen, der Mann wird ja nicht jünger. Und sollte jetzt Fairy Tale wirklich eine Geschichte sein, die er in den letzten 5 Jahren geschrieben hat, dann könnte man das ja durchaus diesen merkwürdigen Mittelteil mit seinem Alter vielleicht sogar noch erklären. Aber ich sehe hier, glaube ich, glaube, Toto liebt den frühen King und der neue Stil gefällt er nicht. Das ist schon, ich glaube, das ist schon richtig. Sie schreibt dann noch bei ihr. Nee, bei ihm? Bücherhörnchen. Wer ist das? Er oder sie? Das geht ihm bei John Grisham so. Und my currently reading. Oh, ich muss mal wieder am Grisham. Ich bin neidisch, ja. Grisham geht immer. Ja, das ist wenn wahr. Nichts mehr geht, entweder geht Harris oder Grisham. Oder Grisham, ja. Ja. Es wird auch mal die Frage gestellt, was wir, es ist die klassische Frage, so Anfänger-Kings, die wir empfehlen. Jetzt wurde hier dann schon sie von Sarah empfohlen. Ja. Ja, sehe ich auch so. Es kommt ein bisschen darauf an, welchen King man kennenlernen möchte. Ne? Wenn man den Horror-King, dann vielleicht tatsächlich Friedhof der Kuscheltiere, ist ja auch kein so Wälzer. Viele empfehlen ja auch Carrie. Aber... Also ich glaube, Carrie ist gut, Cujo ist gut für den Einstieg, Misery also, ist gut für den Einstieg. Aber auch sehr düster, Misery, ne? Also da muss man schon... Ja, Misery ist ja dann auch eher Thriller. Nicht Horror, aber Thriller. So ohne jetzt diese ganze überirdischen, diesen ganzen Quatsch, Mystery-Quatsch. Das kann man machen, wenn da nicht so drauf steht. Ansonsten... Ich finde ja Dolores einfach auch immer schwer zu lesen, aber eine tolle Geschichte. Da ist mir auch mal sehr schwierig, Dolores. Ich wollte das jetzt mit einer Freundin zusammen, also sie zum ersten Mal, ich rereaden, das ist ja bei mir auch schon, keine Ahnung, 20 Jahre her, und es ist aufgefallen, da gibt es gar keine Kapitel. Nee, das ist so also, das einfach ein einziger Monolog. Ja. Das wusste ich überhaupt nicht mehr. Und das konnten wir jetzt natürlich nicht gemeinsam angehen, weil ich gesagt habe, wie wollen wir das einteilen, wenn wir nicht die gleiche Ausgabe haben? Also es wird natürlich schwierig, irgendwo mitten im Satz aufzuhören, aber ja. Also ich finde ja auch immer noch sehr interessant das Experiment, King einfach mal chronologisch zu lesen. Und das hat ja auch hier, wer hat das gemacht? Der Katzenkönig? Auch ein sehr cooler YouTube-Kanal. Weißt du, ob er chronologisch gelesen hat? Meinte schon. Also auf jeden Fall, ich finde das einfach von der Idee her sehr, sehr cool. Gerade vor dem Hintergrund natürlich des Dunklen Turms, weil man dann so richtig nochmal sieht, wo sind die Verknüpfungen, welche Werke, ja, ich weiß, Steffi, Perlen vor die Säue, wie gesagt, aber einfach so vom Ding her, weil du siehst dann halt auch, wie er wächst. Du hast dann mit Carrie so einen kurzen 250-seitigen Einstieg, der total anders erzählt ist. Dann hast du plötzlich Shining, was natürlich auch ein krasses Highlight ist, was auch total irgendwie für Stephen King spricht. Dann hast du direkt Friedhof der Kuscheltiere, so, dann hast du mal Dead Zone dazwischen. Und dann kommst du nach und nach sukzessive irgendwie zu diesen moderneren Kings. Und das könnte ich mir auch gut vorstellen, das einfach mal so als Challenge zu machen. Aber Philipp, weißt du, wo da das Problem ist? Du wirst dich nach Tod entleiben, wenn du weiter chronologisch liest. Ja, ich weiß, weil ich dann sehr lange brauche bis zum nächsten Turm. Weil du wirst es nicht schaffen. Ja. Wir wurden auch irgendwo gefragt, Thorsten, was ist denn unser Lieblingsband vom Dunklen Turm? Glas, ohne Frage. Eigentlich kann, ja, auch wenn ich Glas sogar einmal abgebrochen habe, ist es einfach trotzdem ja, Glas. Eine schönere Liebesgeschichte hat Stephen King halt auch noch nie geschrieben. Also ich fand das Ende, ich fand das so furchtbar großartig. Zu dem Thema noch, Stephen King kann keine Enden schreiben. Er kann es wohl, er kann sogar sehr, sehr gute Enden schreiben, nur er tut es zu selten. Das ist das Problem. Warte ab, bis du nein, ich King möchte nicht, zu Ende gelesen hast. Ich lese es ja deshalb nicht weiter, weil ich nicht fertig sein will. Lies es weiter, lies es zu Ende.
Ich möchte an dieser Stelle auch noch mal ganz kurz eine Lanze für die Mercedes-Trilogie brechen, auch wenn ich weiß, dass das jetzt nicht für jeden so der Ding war, aber für mich war das ja großartig und auch die Serie ist eine Riesenempfehlung in diesem Fall, weil das nämlich wirklich großartig funktioniert mit dieser Serie zu den drei Bänden und ich habe die alle drei geliebt und die sind auch da stehen. Und die lese ich auch alle nochmal. Also ganz, ganz sicher. Möchte ich tatsächlich nächstes Jahr nochmal probieren. Ich habe den ja damals abgebrochen. Ja. Wie er rauskam. Ja, ich bin halt nicht so der Krimi- und Ermittlerleser. Ja, aber es ist schon jetzt. Es ist aber gar nicht so sehr. Aber es ging halt so an. Also der erste Band schon. Aber spätestens ab dem zweiten weiß man ja eigentlich, dass es ein bisschen in so eine andere Richtung eigentlich schon geht irgendwie. Finderlohn war sehr standalone. Ja, ne? Deswegen wollte ich das auch nochmal anfangen, eben mich so durch den ersten vielleicht irgendwie, ach, jetzt quälen ist so falsch, aber ich gefällt er mir heute auch, keine Ahnung, 10 Jahre später einfach besser. Ja, also ich bin ja der Meinung, dass Mr. Mercedes der erste Teil gut funktioniert. Gut funktioniert als Krimi. Finderlohn fand ich großartig. Vielleicht, weil er jetzt auch nicht unbedingt ganz viel mit Mr. Mercedes zu tun hatte. Und End of Watch ist leider absolut Grütze gewesen für mich. Also, hast du die Serie eigentlich geschaut? Noch? Ja, die Serie war toll. Und in der Serie ist Holly Gibney nicht mal nervig. Und ich möchte Becky kurz recht geben, dass die... beste Liebesgeschichte ever ja wohl in der Anschlag ist. Und da stimme ich absolut zu. Ja, das kannst du aber nicht, weil du hast den Dunklen Turm noch nicht gelesen. Ja. Aber da stehen Becky und ich komplett drüber und sagen trotzdem, dass die beste Liebesgeschichte im Anschlag stattfindet. Die ihr kennt. Dann ist das aber einfach eine falsche Aussage. Die ihr kennt. Ich kenne sehr viele Liebesgeschichten auf dieser Welt nicht, aber von all den Büchern, die ich gelesen habe, ist der Anschlag die beste Liebesgeschichte. So ist es richtig. Ich mache nur Spaß. Ich habe ja nicht gesagt, dass es die beste Liebesgeschichte ist, die geschrieben wurde. Ich meine, manche finden auch Romeo und Julia als eine Liebesgeschichte. Da frage ich mich, was die alle geraucht haben, die das gut finden. Aber weil ich sagen muss, dass die Liebesgeschichte in der Anschlag ja beim Katzenkönig ganz schlecht angekommen ist. Er hat gesagt, den mittleren 200 Seiten kannst du rausreißen und dann wäre es immer noch ein gutes Buch. Kann ich nicht verstehen. Das Ende, das perfekteste Ende. Boah, der Anschlag ist wirklich mein Reread-Kandidat. Also, ich weiß nicht, ob er jemals wieder etwas so gut ist, wie der Anschlag raushauen wird. Vermutlich nicht. Thorsten, du hast dir noch nach deinen Top 3 gefragt. Was sind denn nun deine 9 Top 3 Kings? Oh, das müsste ich mal nachgucken, was meine alten waren. S war bei dir. Der S auf jeden Fall war bei dir in den Top 3. War das jetzt auch in der Top 3? Ja. Ja, auf jeden Fall. Das ist auch immer noch so, bitte. Kann da jemand das Video von Thorsten kurz anschauen und sagen, was er gibt? Ich muss ein neues machen. Da fehlen ja, da in dem Video fehlen ja 20 Bücher, die ich zwischendurch gelesen habe von ihm. Also Thorsten, Daditz muss in den neuen Top 3 auch sein. Da sind wir uns einig. Ja. Okay. Glas, Daditz. Stark immer noch. Ich finde Stark immer noch geil. Aber echt ein Top 3? Stark? Ja, ich habe da Erinnerungen dran. Oder? Also Thorsten, deine letzte Top 3 war Daditz, S und Stark. Ja, genau. Im ersten Fall hat sich gar nicht geändert. Es wird mal wieder Zeit, ja. Also bei mir haben sich die Top 3, glaube ich, auch geändert. Bei mir ist es jetzt Glas, der Turm. Und Susanna. Nee, Susanna war nicht. Nee, Susanna nicht. Aber auf jeden Fall Glas und der Turm. Also schon mal 2 der Dunkle Turm-Bände. Ja, und S halt. Und S, ja? Wahrscheinlich. Welches King-Crossover würdet ihr euch denn wünschen? Sprich, ich glaube, die Frage ist darauf gemünzt, welche Charaktere mal, also Alex, wenn es falsch interpretiert ist, korrigiere mich, aber ich glaube, es ist so gemeint, welche Charaktere mal in einem anderen Buch auftreten sollen.
so innerhalb von King-Geschichten. Ich möchte bitte sagen, welcher Charakter nie wieder auftreten soll. Wir wissen es alle. Ich erahne es. Ich möchte nie wieder was von dieser Frau lesen oder hören. Nie wieder. Er arbeitet ja schon an dem nächsten Band, ne? Nur für dich. Nur für dich. Extra für dich. Was sind denn eure Top 3, Steffi und Paddy? Der Anschlag, Friedhof der Kuscheltiere, der Green Mile. Oh, ja, eine sehr, Mile. Sehr starke Top 3. Ja. Danke. Da sind wir uns einig. Ja. Ich habe übrigens letztens mal bei Letterboxd, das ist so eine Film-Dings da, meine Top 100 Filme. Und es werden auch nur 100 bleiben. Auch wenn jetzt jemand dazukommt, ein Film, dann muss ein anderer weichen. Da habe ich überlegt, kannst du ja jetzt eigentlich nicht bringen, aber ich habe tatsächlich einen Tom Hanks Film mit dabei. Ja, das was ist denn Green Mile. Ich habe Feuer gemacht. Weil The Green Mile ist einfach... The Green Mile, ja. Natürlich. Der Film ist so brillant und schön, ja, und emotional wie das Buch halt. Ja. Und man hat ja das Gefühl, wenn man das Buch dann, ich habe auch erst den Film gesehen tatsächlich und hatte das gar nicht auf dem Schirm, dass das eine Verfilmung ist und dachte dann nur, das ist ja King und hä? Und wenn man dann das Buch liest, hat man ja wirklich das Gefühl, dass das Buch danach geschrieben ist. Ne? Also es ist ja wirklich wunderbar atmosphärisch und das hat man in dem Film wirklich wahnsinnig gut gemacht, ja. Also ich glaube, meine Top 3 sind, also S auf jeden Fall, David auf jeden Fall und mit dem dritten, mit Platz 3 habe ich immer Probleme, wenn du jetzt wieder sagst, The Green Mile, dann würde ich sofort sagen, ja stimmt, The Green Mile. Oder ja, dann würde ich wieder sagen, es stimmt, ja. Friedhof der Kuscheltiere. Würde ich jetzt auch sofort wieder auf die Top 3 setzen, aber... Aber ich glaube, ich nehme als dritten Platz ein Buch mit rein, das irgendwie nie jemand sagt, aber das halt für mich so mega ist und das war halt Needful Things. Ja. Das habe ich ja immer noch also nicht gelesen. Also das war halt für mich so... Ja, wahrscheinlich auch die schiere Dicke wieder, weil ich mit dem Buch so viel schöne Zeit verbracht habe und weil halt Alan Pangborn einer der besten Charaktere ist, also ich meine, wir können ja die Liste ewig erweitern, da sitzen wir morgen noch da, wenn wir über geile Charaktere reden, aber Alan Pangborn, bitte, bitte. Okay. Paddy, du hast natürlich auch immer Ed Harris im Kopf, wenn du über Alan Pangborn redest. Natürlich, ja, ich weiß. Ja. Ich weiß, aber... Und Leland Gaunt wird für mich immer Max von Lüdo bleiben. Leland Gaunt, oh mein Gott. Leland Gaunt, schwarzer Mercedes. Es ist einfach, ja. Also Platz 3 ist Needful Things bei mir. Das stimmt auch. Auch wenn es mir immer schwer fällt, aber ja. Hier gibt es auch sehr, sehr schöne Top-3-Listen im Chat. S, Sarah... Und alle Turmbände, das habe ich jetzt tatsächlich gerade durch Zufall eingeblendet. Ich schwöre auf mein Leben. Die aber Arena. Sarah ist jetzt nicht so das beliebteste King-Buch. Nee. Das finden einige Strunz langweilig. Also ich fand das auch nicht so doll. Also ich mochte die Arena ganz gerne, weil ich auch dieses Zwischenmenschliche und diese Gruppendynamik und wie sich das so entwickelt und diese Idee. Ich mochte halt die Auflösung. Am Ende nicht. Ja, so. Die Auflösung war ein bisschen cringig, oder? Genau, aber es war nicht das Beste, aber ich würde sagen, man kann es lesen. Es hat mich auch zeitweise gut unterhalten. Also, ja. Was man auf gar keinen Fall gucken darf, ist die Serie. Wobei die erste Staffel war auch noch okay. Ja. Welche ist die aber Arena? Ja, furchtbar. Also wirklich. Alleine wie Barbie da dargestellt wurde, fand ich total gruselig. Ich weiß noch, das lief damals auf Pro7 in dieser Eventprogrammierung, dass irgendwie 3-4 Folgen am Stück immer liefen, wie so ein Spielfilm zusammengeschnitten. Und ich war auf eine ganz perverse Art und Weise fasziniert davon, weil ich es irgendwie ganz gut fand. Aber es wurde einfach immer schlimmer und immer schlimmer und immer schlimmer. Und irgendwie dachte ich mir so, fuck it. Man müsste aber theoretisch, wenn wir bei Top 3 sind, bei den Kurzgeschichten nochmal eine extra Kategorie Top 3 machen. Also das auf jeden Fall, weil es gibt so viele Kurzgeschichtenbände und so viele grandiose Kurzgeschichten, dass man das auf jeden Fall nochmal extra stellen muss, weil da würde ich ja dann auf jeden Fall nochmal eine extra Liste machen müssen. Ja, und hier werden auch die Bachmanns angesprochen, also damit kann ich ja immer nicht so viel anfangen. Leute, lest Qual.
Das habe ich auch noch auf dem Sub. So schöne Geschichte. Lest Qual. Das ist ich schon ewig her. Ich finde ja, liebe Kingsiana, in unserem nächsten Livestream füllen wir gemeinsam die Tierlist aus. Und müssen ja, uns gemeinsam einigen. Nein, wir werden... es wird der letzte Livestream werden, den wir machen. Das machen wir in unserem nächsten Livestream. Wir teilen den Bildschirm. Ich fand die Idee von Sarah Sophie gerade ganz cool, das Rang King. Das fand ich tatsächlich. Also dieses King, wisst ihr? Also R-A-N, ja. Dann der King. Das ja. Wir das heißt ja schon, cool. Da guckt jemand Thorstens Videos nicht, das haben wir gerade festgestellt. Nein, also wir machen halt nichts anderes in diesem Hangout, nur die Liste. Und wir machen die Liste und dann müssen wir aber vorher ein bisschen die Spielregeln ausknobeln, weil es gibt dann auch, jeder hat so und so viel Vetorechte. Man kann einen hochsetzen, ja. Einen runter. Oh, das wird spannend. Oh, das wird super. Nächster Hangout im Frühjahr. Mal gucken, wie wir drei platzieren. Ach, also ich muss sagen, da würde ich ja noch nicht mal ein Veto einlegen, weil mir das schier egal ist, wo du den hinsetzt. Ja, nee. Man muss schon seine Meinung dann auch dazu... Dann darf man gerne, wenn man was nicht gelesen hat. Das wird spannend. Aber vielleicht ist der Top 3 dann schon ein bisschen knapp bei vier Leuten. Ich würde dann weiter auf den Top 5. Ja, finde ich auch. Oder Top 10. Wir können auch eine Top 10 machen. Ja, aber meine Top 3 finde ich schon... Ja. Wir überlegen uns mal einen Modus. Es gibt auch diesen Battle Royale Modus. Kennt ihr das? Wo man... zwei Bücher immer hat, muss sich immer für eins entscheiden. Oh, ja, und dann kommen die immer wieder. Ja. Bis man dann zum Schluss zwei gegeneinander antreten hat. Das könnten wir auch das machen. Das ist cool, ja. Finde ich eine gute Idee für den nächsten Hangout, bestimmt im Frühjahr oder wann auch immer. Wir haben so viele Sachen im Chat. Ich möchte da kurz ein bisschen drauf eingehen, weil wir haben so viele Fragen und so viele coole Impulse irgendwie. Einmal wird hier gefragt, Daditz? Was ist daran so groß? Da kann ich was dazu sagen. Ich wollte sowieso noch kurz was zu Daditz allgemein sagen, weil ich Daditz ganz ungern eigentlich, also immer wenn mich jemand nach King-Empfehlung fragt, empfehle ich Daditz nie, obwohl es unter meinen Top 3 ist, aber ich empfehle es einfach nicht. Ja. Und ich würde es auch niemanden, also zum Einstieg, um Gottes Willen, nie wer wird irgendwer in King lesen, wenn er mit Daditz anfängt. Deswegen zum Einstieg sowieso nicht. Und wenn man viel King liest und Daditz noch nicht gelesen hat, finde ich trotzdem, dass es ein Buch ist, das echt schwierig ist, weil ich glaube, das ist ja auch total mies bewertet. Das gefällt ja den wenigsten, auch den eingefleischten King-Fans gefällt es den wenigsten. Oder nicht, also ich kenne fast niemanden außer Thorsten und mir, dem es gefällt. Steffi, du mochtest es auch. Ja, ich auch. Okay, aber ja gut, ansonsten wird es dann schon schwierig. Ich würde es auch nie empfehlen, weil Daditz ist äußerst speziell. Ja. Äußerst speziell. Und also das, einfach ausprobieren, anfangen und entweder man bricht sowieso ganz bald ab oder man zieht es durch und findet es danach schrecklich oder halt man liebt es total. So wie ich. Aber was ist denn jetzt? Es ist ganz schwierig zu erklären, was daran großartig ist. Thorsten? Also ich fand, Daditz ist ja so ein bisschen verwandt mit S. Ja. Wir haben ja. Darum liegt es bei mir vor allem auch. Ja. Ja, wir haben ja eine Gruppe von erwachsenen Männern in dem Fall, die, ich sag mal, einen Jagdausflug machen oder einen Urlaub machen in einer alten Skihütte. Ja. Und parallel wird natürlich auch viel erzählt über die Jungs, wie sie jung waren. Also man hat schon sehr, sehr große Parallelen zu S. Mhm. Und er mischt so viele Komponenten rein. Es gibt halt auch diese übersinnliche Komponente. Ja. Dann gibt es wieder diese sehr, sehr geerdete Komponente mit dem Militär, was eine große Rolle spielt. Dann gibt es das Zwischenmenschliche. Dann, Stephen King auch, das hat er bei S auch gemacht, aber nicht so extrem, Kill Your Darlings. Er rüttelt also an der Freundschaft. Er lässt Protagonisten sterben wie nichts, wo man denkt, hallo, Moment mal, du kannst doch jetzt hier nicht meinen Lieblingscharakter sterben, das ist ihm egal.
Und es ist auch wirklich extrem abgefahren, was so diese übersinnliche Seite angeht. Total abgefahren. Und wir haben halt einfach Duddits als Charakter. Ja. Und wir haben genau diesen großen, kleinen Charakter Duddits. Duddits. Und der und halt wir haben diesen Toilettenhumor, sage ich mal. Das ist, was ja auch nicht jeder mag. Ich sag nur Kackwiesel. Kackwiesel, ja. Dann weiß jeder, was gemeint ist. Und diese Toilettenszene, dass ich, also, ich könnte immer noch lachen. Im wahrsten Sinne, ja. Und es gibt halt diese, es wird ja auch bezeichnet als Linie, diese Verbindung zwischen Duddits und dem Rest, die immer irgendwo da ist, so diese Verbindung einfach. Und wie er die halt beschreibt und wie die sich einfach durch dieses Buch so durchzieht, was sie halt miteinander verbindet und warum. Es ist halt das Shining. Es ist halt das Shining, was er hat. Oder? Das ist mega. Also einfach mal ausprobieren, aber ich empfehle es nie. Es ist so ein, ja. Nein, das sollte man lesen, wenn man schon ein bisschen gefestigter Stephen King-Leser ist und wenn man weiß, was einem gefällt und so auf Anhieb lesen, du wirst nie wieder ein King-Buch lesen, wenn du das jetzt als erstes liest. Ja, das meine ich. Deswegen würde ich das auch nie, also. Das ist halt so Richard Layman-Style fast schon stellenweise, ja, ne? Es ist ein bisschen Trash auch tatsächlich, ja. Aber ein sehr, sehr. Aber so ein. Auf sehr, sehr was dahinter. Ja, ja, ja. So viel. Ganz viel. Ja. Was sind denn unsere Top 3 King-Verfilmungen? Also da ist The Green Mile bei mir auf jeden Fall ganz oben mit dabei, definitiv. Ja. Misery. Mhm. Ja. Und ist übrigens auch bei mir in der Top 100. Misery auf jeden Fall. Und Dolores übrigens auch. Ein sehr, sehr düster. Den habe ich nie gesehen. Ja, und dann bei mir halt Needful Things. Also als Verfilmung. Ich wäre noch bei Das geheime Fenster. Der geheime Garten. Oh, ja. Da ist sowohl die Kurzgeschichte oder die Novelle gut. Ja. Oder 1922. Das Spiel gibt beide auf Netflix. Das war gut. Oder halt auch Mr. Mercedes, ne? Wenn das gilt. Wenn es als Serie, ja, dann, ja. Ja, es wird schon wieder schwierig. Wir sollten eigentlich 3 sagen. Ja, aber es sind insgesamt 12. Thorsten, du wirst gefragt, wie du auf Letterboxd heißt. Das ist eine gute Frage. Das gucke ich mal eben nach. Aber ihr könnt derweil gerne weiterreden. Duddits wurde verfilmt, weil da gerade eine Frage irgendwo im Chat war und ich liebe den Film auch. Echt? Ist der gut? Ich dachte immer, der ist so super trashig, so noch trashiger als das Buch. Nee. Der war sogar ein bisschen gefühlt, hat den Trash tatsächlich ein bisschen weggelassen, fand ich. Fand ich auch, ja. Der war fast zu normal zum Gefühl. Ja. Ja. Ich fand den aber auch echt gut. Auch eine schöne Frage, welches King-Buch spaltet eurer Meinung nach am meisten die Meinungen? Also ein Buch, das entweder geliebt oder gehasst wird. Todesmarsch. Oh ja. Steffi mochte den gar nicht gern. Ja, ich fand das ganz schön. Ich bin ja auch kein Fan davon. Ich glaube auch Amok ist so ein Buch, die einen total feiern und ich mir dann und andere und ich mir auch so dachte, was will er mir damit jetzt eigentlich sagen? Weil auch die Charaktere da so komisch für meine Begrifflichkeit gehandelt haben. Auch, also beweisen wir ja auch, und das kann ich auch verstehen, der dunkle Turm, ne? Gerade schwarz. Mhm. Also auf jeden Fall. Habt ihr mal den Rasenmähermann-Film gesehen mit Pierce Brosnan? Nee. Ganz schlimm. Rasenmähermann-Film? Ja, auch eine Geschichte von Stephen King. Nee, Moment, ist das mit Pierce Brosnan? Nee, Moment. Oh, der liebe Chat erinnert uns wieder dran, ne? Christine ist ja eigentlich auch. Aber gut, das würde jetzt vielleicht eher bei mir so auf Platz 4 oder 5 dann kommen. Aber der ziemlich Film weit oben auf jeden Fall auch. Nee, jetzt das Buch nur. Man vergisst immer so viel, ne? Dass da noch und der so Film war aber auch nicht schlecht. Der Film war auch nicht schlecht. Was beim Film allerdings fehlt, ist Petunia, der rosafarbene Kackesauger. Welcher Charakter sucht euch nachts heim, weil ihr das Buch nicht mehr findet? Ich kann es euch sagen. Die Legende besagt ja, wenn ein Kingsiana ein Stephen King-Buch verliert und nicht mehr auffinden kann, dann sucht dich dieser Antagonist nachts heim.
Ja. Dank Phil kommt Pennywise nicht mehr zu mir. Ich habe festgestellt, dass ich das Spiel nicht mehr hatte. Das ist schlecht. Und das sofort ist äußerst ungünstig, Thorsten. Am selben Tag nachgestellt. Ja, das ist sehr gut, weil das würde ich jetzt nicht riskieren an deiner Stelle, lieber Thorsten. Das ist das Schlimmste, was mir passieren könnte, nachts da so einen Typen stehen zu haben. Aber bei mir ist es halt, bei mir ist es Annie Wilkes, ne? Oh. Das ist richtig gut. Und es ist ja wirklich komisch, dass wir wirklich einfach Bücher verlieren von Stephen King. Ne? Das ist eigentlich Stoff für einen Stephen King-Roman. Mhm. Ja. Da bin ich ja froh, dass mir keins der Game of Thrones Bücher fehlt, weil wenn da Ramsay Bolton käme. Joffrey oder Ramsay. Oh Gott. So. Gut. Wollen wir zu den anderen Kings noch kurz kommen? Habt ihr andere Kings, die ihr gelesen habt? Ach so, muss ich mal eben gucken. Ich glaube, ich habe nur die beiden Flops. Du hast doch den Dunklen Turm ohne Ende gelesen. Ja, natürlich, den ja. Über den sprechen wir jetzt nicht noch. Warte, ich sag's euch. Ich habe gelesen. Und Christine, haben wir es nicht sogar zusammen gelesen? Das war letztes Jahr. Ach so. Susanna, Wolfsmond, Glas, Gwendys letzter Scheißkasten. Von Richard Schisma. Ja, klar. Oh Gott. Ja, ich habe nicht mehr so viel. Aber dafür habe ich dieses Jahr schon 4 Grishams gelesen, sehe ich gerade. Wow. Darum geht es aber gar nicht. Nee, stimmt. Ich muss jetzt aber auch mal Goodreads auspacken und gucken, ob ich noch andere Kings gelesen habe. Also ich habe das Leben und das Schreiben gelesen. Absolutes Highlight, haben wir gerade drüber gesprochen. Und Kurzgeschichtensammlung Blut. Mhm. Die war eher so mittel, würde ich sagen. Kannst du mal ganz kurz vorne reingucken? Steht vorne drauf, ne, was da drin ist. Das sind ja nur... Also das sind 22 Geschichten. Ja. Ich war jetzt durcheinander wegen dem Cover. Ja. Der Nebel ist zum Beispiel drin. Das könnte man kennen. Dann kennt man vielleicht der Jaunt. Das war eine Highlight-Geschichte. Aber der Nebel war auch ein Highlight, oder? Bitte? Der Nebel war doch aber auch Highlight, oder? Ja, aber ich kannte den halt schon. Also, ich habe dem tatsächlich nur 4 Sterne gegeben. Immerhin. Ja. Dann ist zum Beispiel für Owen drin. Dann gibt es die Ballade von der flexiblen Kugel. Das fand ich richtig, richtig gut. Aber es ist dann zum Beispiel auch, das kennt man, Omi. Das war, glaube ich, auch mein Oh Traum. Ja, oh mein Gott, ich bin nie das wieder in den geil. Keller. Ich wollte nicht mehr in meinen Keller gehen. Ich genau, gedacht, also es waren 22 Geschichten und ich habe im Durchschnitt 2,95 Sterne gegeben. Ja, also eher so mittel. Von 5? Ja, halt immer. 5 ist ein Highlight, 1 ist und also da sind auch sehr viele Geschichten drin, ne? Wie viele Geschichten sind da drin? 22. Ja, guck mal, da ist ja 3,95 eigentlich ganz... 2,95. Ach so. Oh ja, das ist wirklich durch... Also, dass wir auf 3 Sterne kommen, also Mittelmaß. Das ist ja fast schon schlecht. Also, da müssen ja sehr viele Ein-Stern-Bücher dabei. Ja, es waren tatsächlich viele 2 Sterne dabei, tatsächlich. Also, das hat hier schon sehr überragt. Es gibt aber halt auch ein paar 4-Sterne-Geschichten, die es rausreißen. Und das Floß war ein Highlight, der Jaunt war ein Highlight... Und das war schon. Also 2 Highlight-Geschichten. Ja. Und der Nebel, den man halt kennt. Aber ja. Aber ich bin ja eh nicht so der größte Fan seiner Kurzgeschichten. Ja. Und das war mein Hund. Ich weiß aber nicht, warum er gebellt hat. Er hat einfach die Tür angebellt. Wahrscheinlich war er gerade. Hat sonst noch jemand irgendwas noch gelesen, wo noch nicht... oder? Ja, ich habe dieses Jahr noch Feuerkind gelesen. Mhm. Oh, schön. Was auch... Ja, es war ganz gut. Das war halt irgendwie mehr Action als Horror gefühlt. Also es war wirklich sehr, sehr, sehr temporeich. Es war für so einen alten King wirklich recht modern. Es war aber gleichzeitig auch irgendwie nichts Neues. Es war so ein bisschen so eine Mischung aus, weiß ich nicht, aus so einem, was ist denn so ein typischer actionreicher King? Ja, so Stark und Bachmann mit Carrie gepaart, dann kriegst du irgendwie das Feuerkind. Also das war jetzt aber du darfst ja nicht vergessen, wie alt diese Geschichte ist. Und ja, genau.
einem Teil dieser Bücher war. Ne? Also, deswegen fand ich das sehr interessant, dass es trotzdem so modern erzählt war und so flott erzählt war irgendwie. Ne? Also war kein schlechter King. Und was ich auch noch gelesen habe, neben dem Dunklen Turm, aber darüber reden wir ja nicht mehr, ist Stark. Wo ich ja, also ich kann ja Thorstens Begeisterung für die Top 3 überhaupt nicht nachvollziehen. Also, das ist ja nicht mal im entferntesten, auch nur in der Top 10 von Stephen King. Du fandst das doch, du hast doch viele Sterne gegeben, du sagst. Aber alles, was vor dem Wort aber kommt, ne, wir erinnern uns an, war das Benjamin oder Ned Stark? Ned Stark. Ne? Aber es war ein guter King. Er war nur einfach, er war mir ein bisschen zu splatterig und zu low irgendwie. Ja. Da gebe ich dir sogar recht. Aber eine coole Geschichte einfach. Ich fand das von der Idee her super geil, weil er da ja auch dieses ganze Bachmann-Ding irgendwie aufgearbeitet hat. Das war schon cool. Und da könnte ich mir tatsächlich auch irgendwie eine Neuverfilmung ganz gut vorstellen. Ich habe jetzt das Original noch nicht gesehen, aber könnte ich mir irgendwie gut vorstellen, als so ein Film oder so eine Serie irgendwie was. Guck mal, das Original, der funktioniert heute auch noch ganz gut. Okay. Obwohl er auch. War er nicht auch eine Zeit lang auf dem Index? Ja. Er ist auch ähnlich wie das Buch so ein bisschen trashig, muss man dazu sagen. Aber es sind ja viele Filme aus den 80ern und 90ern von King. Ja, die empfindet man heute vielleicht als etwas trashig. Ja. So wie Christine auch so einen leichten Trash-Faktor hat. Carrie auch. Also, obwohl die Filme, finde ich, nach wie vor immer noch gut sind. Ne? Ja. Aber Philipp, jetzt wirf doch mal einen Blick in den Chat. Ich habe sehr viele Blicke in den Chat schon geworfen. Ich weiß aber nicht, worauf du hinaus möchtest. Und sag mir, wie die allgemeine Meinung zu Joyland ist. Ach so. Joyland fand ich furchtbar langweilig. Das ist aber Ramona. Nicht die allgemeine Meinung im Chat, die ich was hören möchte. Das war der erste Beitrag, den ich gesehen habe. Ja, Joyland, große Klasse. Joyland war super. Ich mochte Joyland echt gerne. Ich sage es ja immer wieder, ich möchte Joyland auf jeden Fall rereaden. Ich glaube, jetzt, wo ich weiß, was mich erwartet, ist es eine andere Nummer einfach. Stephen King ist ja oftmals wie so eine Wundertüte. Man weiß erst nicht, was man kriegt. Und wenn man es dann rereadet, geht man irgendwie mit einer anderen Sicht irgendwie dran. Und das ist ja auch sehr, sehr wahr. Zum Beispiel, das klingt jetzt immer so, als will ich das auf Krampf dahin lenken. Aber bei Schwarz zum Beispiel. Das ist jetzt, glaube ich, auch der Fall. Ich höre einfach auf. Wenn du Joyland mal rereadest, denk doch mal an mich. Bei mir ist das auch schon viel zu lange her. Ja, ich lese auch mit. Ich werde euch. Was ich aber eine ganz spannende Frage von Alex fand: Welchen King hat denn niemand von uns gelesen? Also haben wir wirklich ein Buch, was keiner von uns gelesen hat? Ja, stimmt. Atlantis, ja. Kennen wir alle nicht? Doch, Atlantis. Du kennst Atlantis? Okay. Ich glaube, ich habe das ja auch gelesen. War das nicht mit so einem Doppelband also, mit drin? Atlantis ist ja eigentlich der dunkle Turm, Teil 5. Es ist so. Ja, es aber, ist so das ist doch, gelacht. Aber das ist doch der auch mit Dingenskirchen verfilmt ist, mit Anthony Hopkins. Ja, ja, genau. Ja. Aber von Anthony Hopkins ist ja nur eine Geschichte verfilmt. Ja, aber das habe ich dir doch immer vorgeschwärmt, Thorsten. Ja, hast du. Ja, aber ich, ach so. Es ging ja um einen, was keiner von uns gelesen hat. Das Schwarze Sturm Haus. Das habe ich, glaube ich, nicht gelesen, tatsächlich. Dominockers? Das Schwarze gelesen. Haus. Dominockers kenne ich. Das Schwarze Haus habe ich auch nicht gelesen. Die Fortsetzung von der Talisman. Ich habe meinen Talis Namen gelesen. Ja, guck mal, Steffi. Ich habe Shining nicht gelesen. Aber du weißt ja, warum. Ich habe ja das schon mal gesagt, warum ich Shining nicht lese. Ne? Deswegen, da steckt ein Plan dahinter. Du möchtest es auf deinem Totenbett lesen, damit du es bis zum Ende noch hast. Nicht auf meinem. Auf seinem. Auf seinem? Oh, okay. Ist eine gute Wahl. Kannst du noch den dunklen Turm hinzufügen? Ja. Gut. Ausblick 23. Also, wir kennen auch alle Der Sturm des Jahrhunderts nicht. Nein, den kennen wir nicht. Das ist, glaube ich, das Drehbuch zu dem Film.
Das habe ich hier auch. Ich habe es mal angefangen. Ich finde das ganz anstrengend zu lesen als Drehbuch. Habt ihr Wahn gelesen oder einer von euch? Oh, abgebrochen. Nein. Okay, habe ich noch hier auf dem Such. Okay. Was ist mit Schlaflos? Ja, ja, habe ich auch gelesen. Das ist dieser unfassbar dicke Schinken. Mhm. Ja. Es gibt noch Sprengstoff. Muss ich jetzt aber lesen. Was? Sprengstoff? Sprengstoff? Ja. Sprengstoff. Habe ich auch nicht richtig gelesen. Kenn ich Bachmann, auch ne? Ja. Ja. Ja, bei Bachmann bin ich ja raus. Welches Merkmal haben alle King-Bücher gemeinsam? Geile Charaktere. Ja, nee. Hätte ich auch gesagt. Mm-mm. Also ich kenne kein Buch von ihm, wo nicht mindestens ein Charakter drin ist, den ich grandios fand. Und sei es ein Kater oder ich würde sagen, ein Nachtwächter oder sonst was, egal. Ein Alkoholiker vielleicht. Ich glaube, so ein Merkmal ist schon, dass man einfach nicht weiß, was man kriegt. Und man ganz oft auch ganz viele Genres in einem seiner Bücher hat. Also man kann nicht immer sagen, das ist rein Horror, das ist rein Thriller, das ist rein, was weiß ich, sondern es ist schon immer so. Wollen wir zum Ausdruck? Also wie gesagt, Entschuldigung, ihr sagt, Leilani sagt, spielt immer in einem Mikrokosmos. Das ist auch schon ein Kennzeichen. Weil er beschränkt sich ja eigentlich auch immer, entweder es ist Derry oder es ist Ludlum oder es ist Castle Rock. Castle Rock vor allem. Oder es ist zum Beispiel die Arena. Ganz klar. Needful Things. Das sind alles so kleine Mikrokosmen. Wo er so ein bisschen darüber hinausgeht, ist natürlich im Dunklen Turm. Da ist es kein Mikrokosmos mehr, weil da ist es eine ganze Welt. Hm? Der Ring hast du schon gesagt. Universum. Ja. Ich mag die Antwort von Simone. Alltag und Horror perfekt gemischt. Und es gab so mal ein wunderbares, ich glaube, es war ein Vorwort von King, dass man ja oft Geschichten von Helden in einer Alltagssituation liest. Und er aber Geschichten schreibt von Alltagsmenschen in besonderen Geschehnissen. Ich kriege das Zitat nicht zur Gänze zusammen. Und das fand ich tatsächlich, das hat so gepasst. Dass wir ganz oftmals ganz normale Menschen haben, denen irgendwas Merkwürdiges passiert oder die in so eine Situation reinkommen und dann verfolgen wir die und fühlen, glaube ich, auch oftmals so mit, weil die sich eben genauso anfühlen wie man selbst. Der Horror bricht in die Normalität ein. Genau. Oft durch alltägliche Gegenstände. Katze, ne? Auto. Ja, ist so. Der Wunschkasten. Total alltäglicher Gegenstand. Wir haben so viele großartige Fragen im Chat. Es tut mir leid, wenn wir nicht alle beantworten. Das geht wirklich ratzfatz. Also so viel Beteiligung. Vielen Dank dafür. Was soll ich als nächstes lesen? Sunset oder Revival? Sunset. Mhm. Oh, du solltest Revival überhaupt nicht lesen. Auch so schlecht war es nicht. Fand das Revival war okay. Ja. Cool, dieser Pfarrer war doch, oder Priester, das war doch cool gemacht. Ja. Wie fanden wir das Monstrum? Das habe ich auch gelesen. Es ist Tommyknockers, ne? Ja, das ist noch gar nicht so lang her. Ich fand es gut. Aber es ist jetzt keiner meiner Top 10 Kings. Ich müsste nachgucken, das ist schon so lange hin. Kommt nicht unter die Top 10. Also ich fand ihn gut. Ich fand ihn ein bisschen trashig, aber auch gut. Ja. Da geht es doch um eine Frau, die durch den Wald rennt und plötzlich über einen kleinen silbernen Gegenstand stolpert. Ja. Und dann anfängt, das Ding auszugraben. Und dann ist es kein kleiner mehr. Größer und größer. Mhm. Und währenddessen verändern sich die Menschen in der Umgebung. Also es ist schon ziemlich cool. Wer von uns hat am meisten und wer von uns am wenigsten King-Bücher gelesen? Puh, schwierig. Da müssten wir, glaube ich, jetzt alles irgendwie durchgehen und durchzählen alles oder auch irgendwas. Ich glaube auch, dass wahrscheinlich hat Thorsten die meisten. Ich könnte mir vorstellen, die anderen drei sind ziemlich gleich auf. Ja.
Ich glaube, Steffi hat auch noch mal mehr, oder? Ja, so viele fehlen mir tatsächlich nicht. Wenn wir jetzt den dunklen Turm ausklammern. Naja, gehört ja dazu. Okay. Ja. Den kannst du nicht ausklammern. Klammern ja, aber ich klammer ihn. Ja, dann klammern wir ihn nicht aus, aber der fehlt ja Paddy im Grunde auch, aber ja. Ich weiß nicht mehr so viel. Paddy und ich haben aber, glaube ich, tatsächlich nicht mehr viele auf dem Sub. Lass es vielleicht so 7 oder auf der Wunschliste 7, 8 sein. Echt? Krass. Ja, also so viel ist das nicht. Wobei, also ich, wie gesagt, ich klammer bei den 7, 8 den dunklen Turm aus, den müsste man jetzt dazu sehen. Aber ja, und natürlich jetzt auch der Outsider, da habe ich ja auch nur den ersten theoretisch gelesen und 2 und 3 nicht. Also nicht Outsider, Mr. Mercedes. Mr. Mercedes, ja. Mhm. Genau, Outsider habe ich ja gelesen, aber... Aber wie hier Jessie schon sagt, ich habe 30 Jahre Vorsprung. Naja, nee. Naja, nee. Aber zumindest von dir. Ach so. Aber auch nicht, ja, doch fast. Ja, aber das, ja, aber wenn man denkt, ich lese ja auch schon seit Mitte der 90er King, also ich meine, da... Außerdem, Alter kommt ja auch vor Schönheit, also alles gut. Es ist ja auch kein Wettbewerb, also ich glaube, dass wir das nicht so gesehen haben, wer die meisten... Nee, ich mache mir über sowas eh irgendwie nie gedacht. Ich lese einfach. Es geht bei uns um Stephen King, falls da gerade jemand neu reingekommen ist. Genau. Sehr schön. Wir reden gerade über die... beantworten gerade die Fragen aus dem Chat. Wie fandet ihr Brennen muss Salem? Habe ich in sehr guter Erinnerung. Es ist ewig her. Zu lange her. Das es war die Vampir-Sache, oder? Ja, ja dann eher. Okay. Kommt ja auch nächstes Jahr eine Neuverfilmung in die Kinos. Und wie fanden wir Sleeping Beauties? Ganz gut. Ein bisschen sehr männerfeindlich, das mochte ich nicht. Ja, das ist, ja. Oh, auch eine spannende Frage, die hier kommt. Welcher King-Charakter ist euch von der Persönlichkeit her am ähnlichsten? Oh Gott. Eddie Wilkes. Also ich finde ja Leland Gaunt. Bei dir. Nein. Bei wem? Bei Phil, ey. Wieso? Glaube. Hallo? Jetzt, wo du sagst, Thorsten? Späßchen. Jetzt komm, trink von deinem Wein. Ich glaube... Ich wäre gerne wie Susanna. Oder wie Detta vielmehr. Steffi, Fairy Tale fällt gleich. Ich glaube auch, ja. Warte mal, stopp. Bevor es der Hund abkriegt, das können wir wehtun. Komm, ja, mein Schatz. Ich glaube, ich bin eher so der Richie. Nee. Ja. Ich bin Richie. Tozer? Oder wie heißt der? Tozer. Richie Tozer. Oh, schwierige Frage. Ja, echt total schwierig. Keine Ahnung. Vielleicht aber auch so ein bisschen Charlie, ne? Bei mir. So 9-mal klug. Ach, das ist nicht so neu mein Club, Chart. Also ich könnte jetzt sofort einen anderen Charakter aus einer Serie oder aus einem anderen Buch nennen, wo ich sofort sagen kann, der ist wie ich. Cersei Lannister? Shame! Shame! Ding, ding. Oh Gott, es gibt so viele Fragen. Nee, ich bin original wie Lynette Scavo, nur ohne Kinder. Aber der Rest original und 100% Lynette Scavo. Ich bin wie Susan. Ich muss mich leider outen, auch wenn ich es nicht gerne bin. Aber ich bin ein bisschen wie Susan. Du bist doch nicht wie Susan. Leider Gottes, ich wäre gerne wie Brie, aber ich bin leider wie Susan. Ja, ich bin so eine Mischung aus Lynette und Brie, aber also eindeutig Lynette. Aber eigentlich bin ich auch ein bisschen Gabrielle, eigentlich ein bisschen von jedem. Die bin ich überhaupt nicht. Null. Eigentlich bin ich wie Claire aus Modern Family. So, können wir mal wieder zurück zum Thema kommen? Ja. Was haben wir denn eigentlich als nächstes jetzt auf unserer Agenda stehen? Ja, jetzt nur mal wir so, haben, damit wir da mal irgendwie mal weiterkommen mit unseren, was haben wir denn? Filmen und Ausblick 23. Also Phil hat ja schon angekündigt, es gibt eine Neuverfilmung von Brennen muss Salem. Es gibt ja noch so viele Sachen, die ja auch Stephen King basiert sind. Es gibt The Overlook, also die Prequel-Serie von Shining. Was auch immer das sein soll. Es fragt mich, ob die 23 kommt. Nicht sehen.
Ah, aber kategorisch ausschließen möchte ich es nicht. Also ich gucke zumindest mal, was da irgendwie an Trailern um die Ecke kommt und wie das so wirkt. Aber weiß ich jetzt auch nicht, was das soll. Es gibt ja auch die Prequel-Serie von S, soll ja auch kommen. Also Derry. Ich will es nicht sehen. Von was? Nochmal, ich habe es akustisch von nicht gesehen. Von S. Nee, was kommt da von S? Eine Prequel-Serie. Zu S? Mhm. Okay. Ja, wobei, wann soll die spielen? Es kann ja eigentlich nur 27 Jahre vor. Ich wollte gerade sagen. Bist da, und da, wissen wir, ne? Da wissen wir ja aus der Bibliothek, was passiert. Henley hat uns schon erzählt. Aber das ist ja auf der anderen Seite auch wieder ganz cool, dass wir das dann vielleicht sehen. Oder gehen wir 81 Jahre zurück? Da wissen wir doch auch, was passiert, ne? Mit dem Brand. War das nicht der Brand? Das kriegt das, ja, weiß ich nicht. Aber halt, oder man geht wirklich mal so weit zurück und ja. Oh, da kann man viel verkacken. Da kann man ganz viel verkacken. Ja. Leider. Was gab es denn sonst so für Verfilmungen oder Filme oder Serien, die euch dieses Jahr sehr begeistert haben? Also ich muss jetzt mal, also mal abgesehen von House of the Dragon, lassen wir das jetzt. Ja, wir müssen über ja, House of the Dragon. Ja, das machen wir gleich. Ich möchte nur ganz kurz sagen, dass ich im Moment ein wenig deprimiert bin, weil mir die neue Staffel von The Crown bisher nicht gefällt. Und ich bin todunglücklich darüber, muss ich wirklich sagen, weil ich mir echt erwartet hätte, dass mich diese Staffel wie alle anderen zuvor umhaut und ich bin gerade wirklich sehr, sehr enttäuscht. Ich auch. Ich bin noch nicht durch. Wie weit bist aber du? Aber ich bin in der 5. Folge. Und ich auch. Bin ein bisschen sprachlos, ehrlich gesagt. Und sehr genervt und gereizt, ehrlich gesagt. Und ich finde es momentan echt schlecht. Und das nervt mich so sehr, weil das ist für mich eine der besten Serien ever. Ist ja, glaube ich, auch die teuerste Serie auf Netflix, wenn ich das noch richtig weiß. Den Grund sieht man auch in den ersten 4 Staffeln, warum es die teuerste Serie ist, weil es einfach unglaublich gut ist. Und jetzt gerade ist es so, warum? Warum ist es schlecht jetzt plötzlich? Es ist, also ich sage nicht, es ist schlecht. Ich sage nur Schlechter. Und es liegt nicht an dem, was passiert, weil das, was da passiert, ist passiert. Es liegt daran, wie es in der Serie erzählt wird. Also Diana, okay. Aber wir gehen was ist diese Fayette-Folge? Was soll diese Fayette-Folge? Was soll das? Habe ich nicht verstanden. Wirklich nicht. Warum? Also, warum eine Folge nur Fayettes? Habe ich nicht verstanden. Überhaupt dieser Fokus, also tatsächlich ist meine Empfindung, der Fokus der Folgen auf einmal sehr merkwürdig, während es sonst wirklich immer die Queen war und der Rest die Charaktere. Und diesmal hast du so einen Fokus auf Philipp, einen Fokus auf Charles, einen Fokus auf die Alpha jetzt. Und ich frage mich auch, warum? Und natürlich sind viele Dinge genauso passiert. Also auch diese Folge, jetzt kommen die Romanows dazu, wo ich dachte, war das wirklich in den 90ern noch so ein Thema, wie die verwandt waren und wer da wem und wozu? Und das habe ich, also das verstehe ich gar nicht. Das ist überhaupt nicht, was mich bei dem englischen Königshaus irgendwie interessiert. Und auch wie Diana gezeigt wird. Also ja, sie war natürlich irgendwie ein Opfer dieser Firma. Aber mir kann keiner erzählen, dass nicht alle Frauen, die da einheiraten, genau wissen, was passiert. Also auch so eine Kate Middleton und wie die auch immer von Harry heißt, da denke ich mir, wie heißt die von Harry? Meghan Markle, genau. Und die erzählen mir, sie wissen nicht, was da am Königshof passiert, wo ich denke, hallo? Also ja, das kannst du nicht. Ja, und Diana wird so naiv hingestellt und das war sie einfach nicht und das finde ich ganz, ganz schlimm und Charles, wie er hier so gegen seine Mutter hetzt, wo ich denke, also ich glaube das nicht, also ich bin kein großer Charles-Fan, aber wie er da drin gezeigt wird, da denke ich mir, wie respektlos ist das denn? Also, ich finde das
nicht. Mir war klar, dass wir in der Staffel breiter gehen werden, weil einfach diese ganze Diana, um das jetzt nicht zu weit hier, weil das soll jetzt auch nicht das Thema sein, um das jetzt nicht zu weit zu streuen, aber mir war klar, wir werden den Fokus vielleicht hier und da ein bisschen verschieben müssen. Mir ist aber viel zu weit verschoben. Und das, wo es hin verschoben wird, macht für mich keinen Sinn. Das macht diese Staffel für mich schlecht. Ja, schlechter als die anderen. Ja. Und ich habe leider, und ich möchte weinen, wenn ich drüber nachdenke, dass ich fast den Verdacht habe, dass diese Staffel genau darauf abzielt, jetzt die Zuschauer abzuholen, die sich vorher für The Crown nicht interessiert haben oder allgemein für diese ganze Institution, für diese ganze Geschichte dieses Königshauses, um die reinzuholen, indem man eben jetzt dieses Telefonat zwischen, was weiß ich, Charles und Camilla wirklich bis zum letzten OB, den es noch gibt, ausschlachtet. So, dass man auch noch die Letzten abholt. Also ich meine, ich war die Woche mal auf Facebook, da bin ich ja kaum noch, aber das Erste, was du siehst, wenn du da reingehst, die neue Staffel von The Crown, es gibt jetzt den OB-Talk. Und ich dachte mir nur so, ich könnte euch alle gegen die Wand klatschen. Ich kriege ja da sowieso, wenn es um historische Sachen geht oder um, da kriege ich, bin ich ja sowieso sofort auf 3000. Da braucht man mir ja nicht drüber, da kriege ich ja, da wird mir schlecht. Und ich mag das nicht, wie sich das hier in der Staffel da gerade so entwickelt. Das gefällt mir leider nicht. Und ich fürchte, dass das bis zum Ende so ist, weil das wird sich leider da so hin entwickeln. Wobei am Cast kann es nicht liegen. Also, dass wir eine Dolores Umbridge haben, die über England regiert. Wunderbar, ganz wunderbar. Ja, und auch Prinz Philipp, also großartig, der vom Hohen Spatz gespielt wird. Ne? Also muss man ja wirklich sagen, wahnsinnig tolle Schauspieler. Ich habe jetzt leider die Namen der Menschen sozusagen nicht im Kopf. Aber das ist schon richtig toll. Ich mag auch, wie nah man oft wirklich an den Figuren bleibt, optisch, und wie die auch versuchen, so manche Marotten der Menschen zu zeigen, aber diese Richtung und wie du auch sagst, diese Alphayette-Folge, das wirkt so berechnend und ich frage mich, ob das wirklich so war. Also jetzt habe ich zum Vater von Dodi Alphayette nicht so den Draht, aber da habe ich gedacht, warum, was zeigt der uns? Und das interessiert doch eigentlich einen Ägypter überhaupt nicht, was das englische Königshaus, also es hat ihn dann interessiert, aber das wirkt ja schon so, wie wenn das 40 Jahre her gewesen wäre. Also er wollte schon dazugehören, ne? Deswegen der ganze aber ich verstehe die Folge nicht, weil es ist doch, man kann ja Dodi mit reinnehmen und seinen Vater sowieso, ohne dass man, also ich verstehe nicht, worauf es rausläuft. Ich verstehe, was hat das mit der Königin zu tun in dem Moment? Also das ist so... Gar nichts. Ja, gut. Aber ich glaube, wir reden viel zu lange über dieses Thema. Also ich wollte es nur kurz ansprechen. Ich finde es ganz, ganz schlimm. Und sowas beschäftigt mich ja dann, weil sowas regt mich ja auf. Also das regt mich ja unfassbar auf. Ja. Ganz schlimm. Geht mir leider auf. Sorry, macht weiter. Ich muss ich alles gut. Weiter. Es werden ja auch ein paar Fragen auf jeden Fall dazu gestellt. Es gab ja auch diese große Kontroverse, ob das jetzt irgendwie so originalgetreu ist. Ist die Sendung denn wirklich originalgetreu? Lässt das Königshaus das? Es ist die ersten Staffeln, die ersten, jetzt sind wir bei der fünften, ne? Die ersten vier Staffeln waren tatsächlich sehr, sehr nah dran. Sehr, sehr nah. Vor allem dann auch, wo wir bei Churchill noch waren, und so weiter. Und auch beim Tod des Königs in der ersten Staffel, das war so unglaublich gut gemacht, wirklich. Hammer, also nicht umsonst eine der besten Serien und auch so gekürt und alles gut und ich setze einen Haken dran und sage ja, auf jeden Fall. Also wenn man ein paar Biografien über Philipp gelesen hat oder über Elisabeth, ne, dann und man guckt es, dann ist man nicht genervt, sondern man sitzt da und genießt. Und wenn man die Biografie nicht gelesen hat, sitzt man vielleicht auch da und genießt. Also man braucht es nicht. Also das kann man auf jeden Fall gucken, wenn man darüber was erfahren will. Ich habe nur ein Problem mit der aktuellen Staffel und noch nicht mal so mit dem, was erzählt wird. Bei mir war klar, dass wir breiter gehen werden jetzt in der Staffel, aber mich nervt es halt, wie es gemacht wird und wie viel Zeit auf Sachen verwendet wird, die ja. Ne? Ja. Deswegen. Aber es ist eine Mega-Serie, guckt es auf jeden Fall. Aber jetzt die aktuelle, aber das bin auch ich vielleicht oder jetzt du in dem Fall auch, Steffi, mit, weil ich da auch so ein bisschen anders ticke, was das angeht. Das ist halt vielleicht auch so ein bisschen mein Problem, aber ja.
Ich glaube, man kann zum Originalgetreu natürlich auch sagen, dass man ja viele Quellen hat aus Biografien von verschiedensten Menschen, die um dem Königshaus leben, aber natürlich einen privaten Dialog zwischen der Queen und ihrem Mann, ob das so wirklich gelaufen ist, da ja, war immer dabei. Und das sind natürlich nur Mutmaßungen. Und ich finde zum Beispiel auch in der Staffel sieht man ganz oft eine Queen, die einsam aus einem Fenster schaut, wo ich denke, das glaube ich nicht, dass eine Queen einsam aus dem Fenster schaut. Sie hat das immer als ihre Aufgabe gesehen und war ehrfürchtig davor. Und da wirkt sie so, wie wenn sie das alles satt hätte. Ja, aber das ist ja das, was ich meine. So, das ist dieses für das Publikum. Also für das Publikum müssen wir jetzt die Queen so darstellen, weil es kann ja gar nicht sein, dass die Queen jemand ist, der vielleicht in seinem Leben nie deprimiert aus dem Fenster gestarrt hat, weil jeder muss mindestens einmal im Leben deprimiert aus dem Fenster starren. Es gibt Leute, die das nicht müssen und die Queen gehört, glaube ich, dazu. Dementsprechend, aber man muss das machen, weil es passt halt viel besser für die Zuschauer. Und das ist halt einfach, ja, aber ja. Irgendwie so ein bisschen Dramaturgie, also macht ja irgendwie Sinn, ne? Natürlich, um den Charakter irgendwie aufzubauen. So. Ja, aber es gibt ja auch in diesem Königshaus so viel unfassbare Dramaturgie, die man auch tatsächlich, die es tatsächlich gibt. Das ist ja auch das, was mich an historischen Romanen so aufregt, wenn man sich dann was aus der Geschichte klaut und dann aber alles Mögliche mit reinpanscht, obwohl ja das Original, das man ja hat, eigentlich schon dramatisch und schrecklich und spannend und grandios genug ist. Das ist ja genau das, was mich so nervt. So, nehmt euch doch das, was wir haben, da haben wir alles drin. Wir brauchen nichts mehr dazu, es reicht schon. Bestes Beispiel ist Robert Harris. Worauf willst du hinaus? Robert Harris mit seinen historischen... Also meinst du meinst... Cicero-Trilogie. Ja, Cicero und vor allen Dingen hier die Geschichte mit dem Franzosen. Oh, jetzt komme ich nicht auf den Namen. Ja, aber deswegen meine ich ja, also man braucht da nichts mehr dazu. Ja. Das ist überhaupt gar nicht notwendig, weil du hast ja alles, was du brauchst. Du musst es ja nur auserzählen und dann ist es ja auch gut. Ne? Ja. Schwieriges Thema. Schwieriges Thema. Aber wenn wir schon bei so Realverfilmungen sind, ihr habt ja, glaube ich, bestimmt auch Dama gesehen. Ja, natürlich. Ja. Also ich habe das nicht gesehen, weil ich mag ja so True Crime grundsätzlich nicht so und finde es auch ganz schwierig, da so einen Film, eine Serie draus zu machen. Und aber wie originalgetreu ist das eurer Meinung, die sich ja auch vielleicht mit dem Fall vorher schon beschäftigt haben, insofern ihr das getan habt? Also es erscheint einem wie ganz schlecht geschriebenes und super weirdes Drehbuch, wo man denkt, das kann doch nicht sowas, ne? Wer denkt sich denn sowas aus? Es ist aber alles, wie ich das beurteilen kann, alles authentisch, was da passiert ist. Alles, auch die absolut unglaublichsten Zufälle, ist es alles so authentisch gewesen. Ich habe auch erst kürzlich ein Interview gelesen mit Ryan Murphy, der gesagt hat, er hat auch vor dem Machen dieser Serie die ganzen Familien der Opfer zum Beispiel angeschrieben, wollte mit denen eigentlich in Kontakt treten. Dass die natürlich gesagt haben, nee, machen wir nicht, ist ja irgendwie auch klar. Also wer möchte denn hier so einen Kannibalen irgendwie nochmal wieder sich ins Gedächtnis rufen? Aber er hat wohl tatsächlich richtige Ermittlungsakten auch hinzugezogen für die Recherche, hat wirklich geguckt, dass es auch irgendwie pietätvoll irgendwie behandelt wird. Da ist Paddy, glaube ich, eher die Spezialistin als ich. Aber dieses Interview mit ihm war auf jeden Fall super interessant, wo er wirklich hoch und heilig schwört. Er hat irgendwie die Familie auch gefragt, ob das so okay ist. Und niemand hat ihm jemals geantwortet. Und jetzt kommen sie alle hinterher aus den Löchern und sagen, ja, vor allen Dingen, ich glaube, das Problem der ist nicht die Serie. Das Problem ist das, was daraus gemacht wird. Mhm. Auf TikTok und auf diese ganze Scheiße da. Das ist ja das Problem. Ich meine, wenn du halt diese Serie machst, dann bist du natürlich der Depp vom Dienst. Für die dann sich da drauf stürzen und sagen, aber es ist ja nicht das Problem, dass es die Serie gibt. Es ist das Problem, dass dann an Halloween alle als Dama verkleidet rumlaufen. Das ist ja das Problem. Und dass die sich als Wäschekorb
in ihr Badezimmer die Tonne hinstellen, wo damals eine Opfer drin eingelagert hat. Da stellen die sich als Wäschekorb in ihr Badezimmer. Und das ist das Problem und nicht die Serie. Es ist das, was die Leute draus machen. Und das Traurige daran ist, dass dann solche Serien, die wirklich grandios sind, weil sie halt so gut gemacht sind und weil die eben auch nichts dazu dichten müssen. Du musst zu Dama nichts dazu dichten. Das ist das Nächste. Du hast alles, was du brauchst. Aber das Schlimme ist, was die Leute draus machen. Und das ist auch wieder was, was mich so nervt, weil ich mir denke, warum muss man das dann für sich selber ausschlachten so? Warum kann man es nicht einfach schauen oder nicht schauen und fertig? Aber dann, das ist das Schlimme, was draus gemacht wird jetzt wieder und wie viele Leute sich daran wieder ergötzen und da wieder irgendwie Scheiß draus machen. Und das ist das Problem, glaube ich. Also. So ist der Mensch, glaube ich, auch einfach, ne? Der stürzt leider. Leider. Aber ich meine, ich frage mich dann halt auch immer, okay, was stimmt dann mit diesen Leuten nicht? Weil ich würde das auch nicht machen so. Und keiner, der hier sitzt, würde es machen und niemand, der im Chat ist, würde es machen. Deswegen frage ich mich halt, okay, was geht mit den, sind die dann 12 Jahre alt und auf TikTok und denken sich, das ist witzig und wissen es nicht besser? Oder ist es ihnen einfach wurscht? Ich weiß es nicht. Aber ich mache Murphy da keinen Vorwurf, weil ich finde, er hat einfach alles richtig gemacht. Aber guck dich in der Welt um. Also ich glaube, dass wenn du dir die Welt anguckst, ja, also ein Großteil der Menschen ist tatsächlich nein. Hier wird gefragt, habt ihr Severance auf Apple TV Plus gesehen? Für mich ganz klar die beste Serie des Jahres und seit vielen Jahren kann ich nur unterschreiben. So etwas Verrücktes und trotzdem Geniales habe ich wirklich seit langem nicht mehr gesehen. Es geht ja darum, dass man in die Arbeit geht und, oh Gott, ich kann es gar nicht genau erklären. Und wenn man aus der Arbeit rausgeht, wird das Gedächtnis gelöscht. Also man hat in der Arbeit ein Gedächtnis und eine Persönlichkeit. Und wenn man dann zu Hause ist, hat man ein anderes Gedächtnis und kann sich an nichts mehr erinnern, was in der Arbeit war. Und umgekehrt. Und nach stellt sich dann aber heraus, dass halt in dieser Arbeit nicht Spoiler. Ganz schön krasse Dinge. Nee, es ist schon in der ersten Folge, so wird das schon so angeteasert. Dass halt in der Arbeit ganz schön, dass sie es halt nicht umsonst die Gedächtnisse löschen von den Mitarbeitern. Okay. So. Und auch umgekehrt, dass halt auch im realen Leben viele Dinge einfach passieren. Also ganz, ganz abgefahrene Serie mit einem, also wirklich geiles Science-Fiction. Da ist dieser ganz, ganz großartige Schauspieler, der auch bei Harry Potter den Barty Crouch Jr. spielt. Wie heißt der? Der Brite aus Broadchurch. Mhm. Ich glaube, der ist das. Der spielt da die Hauptrolle. Und einfach, wenn man Apple TV... Ein ganz großartiger Schauspieler, ja. Wie kommt man zu Apple TV Plus? Kann man das wie... Ja, wie Netflix kannst du abonnieren. Ja. Okay. Und da gibt es auch die Serie über Hurricane Katrina, die auch so ein bisschen True-Crime-artig ist, weil da ja viele Opfer irgendwie, wo ja Sterbehilfe geleistet wurde, auch eine geile Apple TV Plus Serie mit Vera Farmiga, der Scream Queen ja eigentlich unserer Zeit. Aus Conjuring. Ja. David Tennant, genau. David Tennant, ja, genau. Richtig. Mhm. Ja, Fritzi ist da. Ja. Gut, und dann ist natürlich noch House of the Dragon. Wo wir ja alle geschaut haben und wo wir außer Thorsten. Außer Thorsten nicht, ja, genau. Deswegen wollen wir da jetzt auch, glaube ich, nicht zu viel spoilern oder irgendwie Ding. Aber ich glaube, wir drei, wie wir da sitzen, können wir sagen, dass wir es richtig toll fanden, oder? Ja, überraschend toll. Nach der enttäuschten 8. und der nicht so guten 7. dachte ich, naja, was soll denn da jetzt kommen? Und Targaryens finde ich eh nicht so spannend. Und jetzt sitze ich da und denke, oh bitte, nehmt mich, ich will auch einen Drachen und lasst mich in diese Welt wieder reintauchen. Und die hat es wirklich geschafft, so mit der ersten, beziehungsweise spätestens mit der zweiten Folge, mich so in diese Welt wieder reinzuziehen, wo ich echt dachte, ich hätte so Lust, Game of Thrones wieder zu gucken. Ich habe ja seit Staffel 8 nichts mehr geguckt. Dann wabert aber trotzdem noch Staffel 8 im Kopf und ich denke, irgendwann habe ich das überwunden, dieses Drama, aber ich fand die erste Staffel
wirklich großartig. Also wahnsinnig toll erzählt. Zeitsprünge fand ich manchmal ein bisschen schwierig. Also 6 Jahre und 10 Jahre. Und ich hatte da so mein Problem mit den Schauspielerwechseln auch, was ich genial gelöst fand. Also gar keine Frage. Ich glaube, es wäre komisch gewesen, wenn wir hier ein Kind hätten und das wird alt gemacht oder umgekehrt. Also ne, ich finde das gut, dass man das bei manchen gemacht hat, bei manchen. Gerade bei Herrn Sauerkraut habe ich das ein bisschen irritierend gefunden, dass der nicht gealtert ist, aber okay. Aber es war schon toll gemacht. Und auch die Drachen in Perfektion eigentlich fast gezeigt mit Unterschieden. Und ja, definitiv Team Grün. Wie seht ihr das? Ja. Ich bin Team Ament. Grün? Was er denn? Nein, schwarz natürlich. Schwarz. Ich würde gerade sagen, Gott, Steffi. Nein, schwarz. Entschuldigung, Team Schwarz natürlich. Ja. Wobei ich Aemond natürlich schon cool finde. Ich bin Team Aemond. Ja, das ist so. Ja. Mir egal, zu welchem Team der gehört. Der gehört zu Team Green, aber das ist mir wurscht. Ich bin Team Aemond. Ah, das ist natürlich schon, ja. Und ich fand, und ihr werdet mir jetzt gleich ins Gesicht springen, aber ich fand diese beiden aus Hogwarts entlaufenden Kinder von Rhaenyra Targaryen so unfassbar nervig, beide. Ich habe mir einfach nur gedacht, haben die euch noch mal eben kurz aus Hogwarts rausgelassen, aus dem verschwundenen Zauberwald und jetzt seid ihr hier? Und also ich fand diese Belger so schrecklich. Also, oh, gut, aber ansonsten habe ich keine Kritik an dieser Serie, aber die zwei, nee. Schlimm. Und können wir auch über Matt sprechen? Der, was hat der bitte für eine Mimik? Was sagt der mit 2 Augenzwinkern und Augenbrauen nach oben heben? Ohne was zu sagen, ist dieser Schauspieler so präsent in seiner Rolle. Also ich war echt sehr begeistert, also wie man uns diese Welt gezeigt hat. Ich muss gerade leider sehr lachen. Weil das in Severance ist nicht David Tennant. Das ist einfach nur ein Schauspieler, der sehr, sehr doll aussieht wie David Tennant. Das ist nämlich Adam Scott. Habe ich gerade gesehen, ja. Und er sieht ja wirklich fast genauso aus. Oh Gott, das ist nicht der gleiche Schauspieler. Oh wei, oh wei, oh wei. Okay, danke für die Aufklärung. Sorry. House of the Dragon, sorry. Kann man House of the Dragon anschauen, ohne Game of Thrones gesehen zu haben? Ja, aber man sollte aufpassen, wenn man Game of Thrones schaut, bevor man House of the Dragon guckt, weil House of the Dragon wird in Game of Thrones mehrmals gespoilert. Also, es wird einiges gespoilert. Ramsay, sage ich. Ich verwechsel ihn zwar immer. Joffrey ist so nett und verrät einiges. Und dann gibt es auch noch Arya, die ja dann an der einen oder anderen Stelle spoilert. Deswegen... ja, da kann man sich aber bestimmt informieren, wo dann gespoilert wird. Oder also vielleicht kriegt man es auch gar nicht mit oder irgendwas, aber das ist schon... Weil natürlich Game of Thrones ja eigentlich schon in der ersten Folge erzählt, dass die Targaryens zu Ende... Aber ich glaube auch, was den Tanz der Drachen angeht, wird ja dann hier das ein oder andere dann hier verraten. Ich meine, für Buchleser ist es sowieso wurscht, weil da kennst du, weißt du sowieso, wie es am Ende ausgehen wird. Was mir die Serie aber jetzt nicht wirklich versaut, weil man ja auch noch nicht weiß, wie sie das genau alles umsetzen werden, ob das dann wirklich so ist, wie hier das da so drin steht. Deswegen, ja, aber gut. Also ich finde, kann man schon machen. Das Schöne ist natürlich, wenn man House of the Dragon vor Game of Thrones schaut, dass, also zumindest was die Serie angeht, Game of Thrones, ist natürlich, dass hier auch der Prinz, der verheißen wird, eine wahnsinnig große Rolle spielt. Und man als Serienschauer denkt, ach, das interessiert irgendwie in der Serie am Ende keinen Menschen mehr. Und ich finde das mega cool, wie das aufgebaut wird, wie uns da diese Wichtigkeit erzählt wird, die eben in Staffel 1 total uninteressant war. Da hat man den Prinzen, der verheißen wird, einfach ziehen lassen in den Norden und denkt sich, ja. Was ja aber auch Vollgas eine Erfindung der Serie ist, ne? Dass das quasi in dem, also dass der Prinz, der verheißen wird, schon bei den Targaryens damals so eine krasse Rolle gespielt hat, war nicht in den Büchern, sondern das ist wirklich einfach ein reines Filmding. Genau, finde ich auch, ist eigentlich eine richtig gute Änderung. Was natürlich aber auch zu dieser Änderung, wir gehen jetzt wirklich sehr ins Detail irgendwie mit Spoilern, aber es gibt ja diese eine Szene, wo ein großer Versprecher
eine Rolle spielt. Alle, die es geguckt haben, wissen, was ich meine. Was natürlich auch wirklich ein krasser Wendepunkt für diese Serie ist, was auch eine komplette Erfindung dieser Serie ist, ne? Was einfach wirklich dazu führt, dass halt das Team Green so ein bisschen sympathischer fast schon wirkt, ne? Weil wenn man halt diesen Versprecher irgendwie zum Anlass nimmt. Aber die Änderung finde ich mega schade, weil das die Motivation verändert. Und dann so wir wirklich der Anführerin von Team Grün sozusagen sagt, ja, ich verstehe, warum du so handelst und das uns ja so ein bisschen sympathischer machen soll. Ich finde ihre eigentliche Motivation, die sie hat, finde ich viel realistischer, wenn man in den historischen Kontext geht, warum sie da der Meinung ist, und ich finde es schade, dass man diese Motivation geändert hat, weil ich glaube, ich hätte es anders spannender gefunden. Und so legitimiert man sie ja jetzt im Grunde eigentlich für all die Dinge, die da kommen. Und das finde ich, das ist nicht richtig, weil das wäre auch nicht im Interesse von dem König gewesen. Und der war auch großartig gespielt. Also Paddy Considine, was für ein König Viserys. Der ganze Cast, also abgesehen von den zwei Hobbits, Entschuldigung, von den zwei Hogwartsen, aber ansonsten zwei Hobbits, das ist dann irgendwie. Ich komme nicht klar auf die zwei, es tut mir total leid. Ich habe irgendwie durch das Gucken von House of the Dragon habe ich einfach meine Liebe zu Game of Thrones irgendwie wieder entdeckt. Ich mache jetzt ja auch gerade einen Rewatch mitten in der dritten Staffel und denke mir die ganze Zeit so, war das schön in Staffel 1 bis 6. Hast du nicht Angst vor dem Ende der dritten Staffel? Wahrscheinlich, ich glaube, ich werde einfach, vor allen Dingen habe ich Angst, wenn dann Lady Stoneheart nicht auftritt. Ne? Mm. Aber wahrscheinlich werde ich die 8. Staffel einfach überspringen, mal gucken. Aber ich finde House of the Dragon auch gerade mit diesem valyrischen Dolch und so, was da alles irgendwie dann wieder aufgegriffen wird, das macht auch ein Stück weit dieses scheiß Ende von Game of Thrones irgendwie wieder wett. Also so ein paar Sachen werden so wieder aufgegriffen, wo ich mir so denke, wenn das damals bei den Targaryens schon so eine Rolle gespielt hat, dann ist es irgendwie geil, dass das bei Game of Thrones dann auch nochmal so eine Rolle gespielt hat. Aber gar keine dann eigentlich mehr, weil da haben wir auch in Staffel 8 alles über Bord geworfen. Naja, aber immerhin hat Arya Habt ihr eigentlich gesehen, dass der Dolch im Auge von dem Drachen sich, dass der Schlitz des Drachenauges, Thorsten, warum hast du denn noch nicht geguckt? Also als eingefleischter Lannister verbietet sich diese Serie für mich eigentlich. Ja, ich weiß. Ja, wobei die ja auch einen großen Auftritt hier haben. Ich habe die erste Folge gesehen und war jetzt nicht so gehuckt. War, also ich sag mal so, von der Produktion sicherlich genauso geil und aufwendig gemacht. Aber mich interessiert die Geschichte einfach überhaupt nicht. Echt. Wie findet ihr es? Es wird ja auch gefragt von Melissa, dass die Geschichte des verheißenden Prinzen wiederkommt. Dass der eine Spin-off-Serie bekommt. Wie findet ihr das? Es war schon plump. Also ich kann Andere Frage. Ich dachte, du hättest das gemeint. Nee, zwei drüber sozusagen. Aber wir können gerne auf das Plumpe eingehen. Also ich fand es gar nicht plump, mir hat es sehr gut gefallen. Aber ja. Also ich fand es ich weiß nicht. Also es war schon sehr bisschen gewollt irgendwie in House of the Dragon. Aber ich kann es auch einfach verstehen, warum man es damit reingenommen hat. Es ist einfach eine schöne Verknüpfung zu Game of Thrones. House of the Dragon hat auch nicht umsonst die gleiche Titelmelodie wie Game of Thrones. So. Also. Ja. Freuen wir uns auf die Serie Snow? Nein. Ja, selbstverständlich. Verstehe ich die Frage nicht. Die Serie The Bitch is Back. Oh yeah, das gucke ich aber dann auch. Das ist schwierig. Was glaubt ihr, wie weit House of the Dragon geht? Werden wir wirklich nur den Drachentanz sehen? Sehen wir das Ende bis zu Game of Thrones Beginn? Also tatsächlich dann wie der letzte Drachen? Ich
Wir werden die Rebellion nicht sehen. Wir werden Robots Rebellion nicht sehen. Ich glaube, und wenn, sie machen dann will am Ende... ich da eine eigene Serie dazu. Ja. Also ich will das nicht in House of the Dragon. Ich glaube, sie werden... hat schon abgelehnt. Der hat gesagt, er möchte nicht Robots Rebellion tatsächlich zeigen, weil die zu nah dran ist. Ja, verständlich. Aber das würde ja auch nicht zum Titel passen. House of the Dragon ist halt einfach Targaryen-Dynastie. Ja. Nee. Und ja, aber so endet Rebellion sie halt. Wird sie halt zu Ende gehen, aber ich finde irgendwie so, der Tanz der Drachen hat so viel Stoff, das wird für 4 Staffeln einfach reichen und dann ist es doch auserzählt. Und es gibt ja nicht umsonst irgendwie 10.000 Spin-Offs, die gerade in Planung sind. Mhm. Ja. Auch eine schöne Frage, was glauben wir, was zuerst kommt, die letzte Staffel von House of the Dragon oder The Winds of Winter? Oh, The Winds of Winter. Ich habe ja da meine eigene Theorie. Ich glaube, das Buch ist ja schon längst fertig. Aber gut, da bin ich auch die Einzige, die es glaubt. Also, ja. Was bist du denn jetzt? Du bist aber zu groß für das hier jetzt alles, mein Herr. 100 Seiten. 100 Seiten hat er bisher. Und der wird es einfach nicht zu Ende schreiben. Also, ich kann mir ja noch vorstellen, dass The Winds of Winter kommt, aber A Dream of Spring werden wir niemals sehen. Auf gar keinen Fall. Da kommt gar nichts mehr. Ich glaube auch nicht. Auch wenn ich es mega schade finde, weil definitiv die Geschichte bei George R. R. Martin anders endet, als wir das hier präsentiert bekommen. Vor allen Dingen jetzt, nachdem er weiß, wie die 8. Staffel angenommen wurde, wird er doch natürlich das Ende irgendwie umschreiben. Nein, der hat sein Ende im Kopf und das ist ein anderes. Ich glaube nicht, dass das Buch so... Nein, glaube ich nicht. Ja, wobei, wir müssen jetzt mal klar sagen, das Ende ist ja nicht schlecht. Nee, genau. Nur der Weg dahin war kacke. Der Weg dahin war gewinnend. Ich glaube nicht, wer da am Ende auf dem eisernen Thron sitzt, das... Doch, hat er ja sogar bestätigt. Es gibt ja auch mehrere Statements von ihm. Er hat ja im Interview gesagt, dass es auch sein Ende ist. Es gibt ja auch total viele Verbindungen. So, wenn man jetzt an Arya denkt mit dem... Ja. Also das, ne, also aber der Weg dahin wird einfach anders sein. Wir haben bei Game of Thrones in den Büchern ganz andere Akteure. Wir haben ja auch Aegon irgendwie dazwischen. Wir haben irgendwie, keine Ahnung, Lady Stoneheart dazwischen. Wir haben so viele andere Stränge, die irgendwie noch aufgemacht wurden. Ja, und dann auch das, was in Winterfell passiert, ist ja in den Büchern auch anders. Voll. Also so dieses. Deswegen, der Weg wird anders sein und es wird wahrscheinlich auch vielleicht anders, ne? Aber so im Prinzip, ich sage jetzt mal, ohne jetzt zu viel zu verraten, was mit Danny ist und so, also das ist so. Also das hat er ja auch gesagt, ne? Deswegen, aber ich bin ja mal gespannt, vielleicht werden wir es niemals erfahren. Und ja, Melissa schreibt auch gerade, dass George R. Martin ja, glaube ich, gesagt hat, dass er zu 3/4 mit dem Buch durch ist. Das ja, reden kann er viel, wenn der Tag lang ist. Denn die Nacht ist lang. Martin ist auch ein kleiner Quatschkopf. Also ein ganz richtiger Kopf ist der auch nicht. Es gibt doch dieses tolle Interview zwischen ihm und Stephen King. Wie schreibst du so viel? Ja, und der Stephen King sagt, ich schreibe eben einfach und quatsch nicht so viel rum, ne? Das macht mich auch sehr. George R. R. Martin macht halt einfach noch nebenbei Game of Thrones und macht dann nebenbei noch House of the Dragon, schreibt da noch ein Skript, schreibt da noch ein scheiß Geschichtsbuch irgendwie über die Targaryens. Ja. Setz dich einfach hin und schreib an Game of Thrones. Das ist ein scheiß Problem. Das Interview war großartig. Ja, also das kann man hier auf YouTube auch angucken, wer das Das möchte. Ist mega, das ist echt total unterhaltsam. Ja. Genau, einfach mal eingeben, George R. Martin. Das ist eigentlich gar kein Interview. Die sitzen beide ja eigentlich nur auf der Bühne und quatschen. Ne? Ja, aber die fragen sich halt gegenseitig. Deswegen wahrscheinlich so diese Interviewform. Ne? Also, ich glaube, dasselbe gibt es auch mit King und Lee Child, meine ich, gesehen zu haben. Okay. Ja, Leute. Haben wir noch Serien? Ach so. Machen wir noch mal kurz eine Fragerunde und dann kommen wir langsam mal zum Ende, oder? Mhm. Hätte ich auch gesagt. Also haut gerne noch alle Fragen raus. Haut noch mal eure Frage raus, Freunde. Was macht mein Kater eigentlich da? Ach Gott. Auch das die heute noch nicht beantwortet wurden. Wenn er seine Pfote in der Hand hat. Also eine Frage habe ich gerade gelesen, ob ich schon in Königsmörder reingelesen habe. Nein, habe ich nicht, weil wir lesen ja gemeinsam ab Samstag. Okay. Hast du schon reingelesen, Paddy? Ja, aber nur ganz wenig. Und es ist eine Karte vorne drin und ich liebe Karten. Oh, Karten. Eigentlich sind wir auf diesen Ecken, oder? Dann weiß ich jetzt auch, dass dieses Buch existiert. Vielen Dank.
Mensch, da wäre mir was entgangen. So, hier kommen direkt einige Fragen. Habt ihr Wahn gelesen? Haben wir eben schon kurz gesagt. Ich noch nicht. Ich habe es abgebrochen. Neues Fitzek-Buch. Phil, da kannst du was dazu sagen, weil ich bin raus. Ich möchte dir nichts von hören. Ich fand es ganz gut. Nein, fandest du nicht. Punkt. Doch. Nein. Punkt. Ich kann darüber hinwegsehen, wenn es ein bisschen cringe ist. Also, es war weniger cringe als die anderen Bücher von ihm. Und es hat mich einfach gut unterhalten. Mehr gibt es dazu nicht. Mehr Plattform müssen wir Fitzek auch gar nicht bieten. Sag mal, spinnst du? Ich will noch mal ganz kurz was sagen. Ich habe ja auf der Buchmesse den Mike Chick, den Autor, kennengelernt. Wir sind zusammen über die Buchmesse gegangen. Super netter Kerl. Ich habe ja Der Käfig gelesen. Fand das auch richtig gut. Als deutscher, ich muss fast sagen, Torture-Porn-Thriller. Das müssen wir ausklammern, ja. Das war schon echt hart. Also da kann sich Richard Layman noch eine Scheibe dran abschneiden. Aber ich fand es sprachlich richtig gut, bitte. Und das heißt was, sage ich, wenn sich Richard Layman noch mal dann hat er gesagt, er hat ja auch ein zweites Buch geschrieben, auch bei Piper. Das war jetzt blöd, aber ist egal. Auch bei Piper erschien, Viermal Angst, das soll mehr Psychothriller sein. Das habe ich mir vorgestern bestellt, habe es gestern abgeholt. So viel zur Werbung und so sieht das aus. Und nein, ich werde da nicht für bezahlt. Es ist ein Taschenbuch, wie ihr seht. Ganz normales Taschenbuch. Und schätzt mal, was ich für das Schätzchen bezahlt habe. Ich 99. habe 20 Euro dafür auf den Tisch legen müssen. Hä? Wow. Ist das, also ganz ehrlich, da muss man doch sagen, das haben, ist frech. Haben diese von Piper noch alle? Das ist halt Piper Digi, also das ist ja dieses Self-Publishing, Book on Demand, Piper-Ding, ne? Genau, aber woher soll ich das wissen? Ich meine, also ich fand es eine Unverschämtheit, wirklich. Aber ich freue mich sehr auf das Buch, weil es soll wirklich gut sein. Habe ich auch beide hier, beide auf dem Sub. Lies mal Der Käfig, das wirst du feiern. Das ist richtig, das ist cool. Ich habe es als nächstes auf dem Sub. Also werde ich dieses Jahr vielleicht sogar noch lesen. Und dann musst du Mike auch unbedingt schreiben. Der freut sich über jede Rückmeldung. Ja, ich habe Kontakt mit ihm. Bin gespannt. Was ist denn unsere Autoren-Neuentdeckung des Jahres? Weiß ich jetzt gerade gar nicht, ehrlich gesagt. Ich habe einen Überblick verloren. Ich auch. Ich weiß es jetzt gerade gar nicht. Ich muss wieder bei Goodreads schauen. Also ich könnte ja jetzt sagen Oscar Wilde. Ja. Ja, es war einfach toll. Oder vielleicht mal was Bekannteres. Also das würde ja wahrscheinlich auch implizieren, dass man mehr als ein Buch gelesen hat von einem neuen Autor. Ja, oder du hast eins gelesen und bist so begeistert, dass du direkt das nächste lesen musst von ihm. Mhm. Oder ihr. Also ich hatte dieses Jahr tatsächlich relativ wenig Highlights. Ich habe ein sehr gutes Buch gelesen von Stefan R. Meyer. Kann man das so sehen? 44 Tage heißt das. Das ist ein Buch über die RAF. Mhm. Über, ich glaube, über 1977, also dieses sehr, sehr schlimme Jahr. Oh. Super, super geschrieben, super spannend gemacht. Ich bin immer froh, wenn ich so Romane entdecke, die ein bisschen die deutsche Geschichte, die RAF so ein bisschen, ja, bisschen als Thema hat. Ich würde gesagt, Paddy, war das bei dir nicht Thalberg? Also ja, der Autor von Thalberg? Ja, also ich, ja, kann man so sagen. Also ich hatte davor noch, das ist ja nur ein Pseudonym, ne? Aber ich hatte davor von ihm noch nichts gelesen, glaube ich. Und deswegen, ja, es waren auch so drei Bücher, mega Highlights. Und wenn wir unser ganzes Leben lang noch ein einziges Genre lesen dürften, welches wäre es? Fantasy. Historische Romane. Ja, bei mir auch. Weil da gibt es so ja. viel. Ja. Ja. Ich glaube, ich bin auch bei Fantasy. Einfach,
wegen der Fülle an Welten, die man erkennen kann und die man entdecken kann und so. Ja. Mhm. Auf welche Neuerscheinung freuen wir uns? Keine Ahnung. Ich lasse mich überraschen, was alles noch kommt. Ich habe gar nicht so genau den Blick drauf. Ich auch nicht. Das ist eine gute Frage. So aus dem Stegreif. Also ich glaube, die ist schon draußen. Das ist der dritte Teil der Evelyn Jones-Reihe. Der kam aber, glaube ich, schon Anfang November. Da kommt was Neues von Mira Valentin. Irgendwas mit Druiden. Da freue ich mich ganz sehr drauf. Ja. Und da ist er wieder, der Joel Dicker. Ja, das habe ich schon auf der Wunschliste. Unsere Top 3 Serien. Ich bin ganz schnell durch. Game of Thrones, Platz 1, Platz 2 Lost, Platz 3. Stranger Things? Nee. Ich glaube, ich überlege, ob ich die Tudors auf den dritten Platz packe, aber den dritten Platz ist schwierig. Da wird es dann schon wieder so viel geben, was da kommt. Also bis jetzt hätten diese drei Serien auf jeden Fall gemeinsam, weil sie alles ein blödes Ende hatten. Okay. Ja, bei Lost. Deshalb sind die drei auch nicht bei mir auf der Top 3. Ja, auch bei Tudors. Warum hört das da auf, wo es aufhört? Das heißt, die Tudors, warum werden die Geschichten der Kinder nicht einfach miterzählt? Die ja auch. Ja, das fand ich auch schade. Und dann hat das Ende so gezogen, diese letzte Staffel, wo ich dachte, Mensch, jetzt stirb doch endlich und zeig uns. Wobei das Beste an dieser Tudor-Serie ist ja eigentlich nicht die Tudor-Serie, sondern die zwei davor. Also die The White Queen und The White Princess, weil da geht es ja dann um die Rosenkriege, ne? Ja, also das ist ja eigentlich noch das Spannende. Ja, das ist ja eigentlich in der Reihenfolge schauen. Wo wir ja eigentlich wieder bei Game of Thrones wären. Also, weil wenn du dir das anschaust, also wenn du The White Queen und The White Princess schaust oder die Bücher liest von Philippa Gregory, weißt du ganz genau, was George R. R. Martin so vorgelesen hat. Also, Also ich bin da ja mehr bei Melanie. Ich würde sagen Breaking Bad. Immer noch eine meiner Lieblingsserien. Ich verstehe es nicht, aber. Ach, herrlich. Naja. Und Game of Thrones. Stranger Things. Und dann gab es ja auch mal Sherlock noch. Ne? Das wollte ich nämlich sagen. Das ist Sherlock ist in meinem Kopf. Habe ich auch erst gerewatcht. Ich würde auch so einen Klassiker wie die Golden Girls reinbringen. Oh, es gibt ja auch. Downton Abbey gibt es noch. Es gibt noch Tschernobyl, die großartig. Oh mein Gott, ja. Ja, oi. Aber ist natürlich nichts, was man sich einfach mal so nebenbei jedes Jahr anguckt, ne? Muss man auch ganz klar sagen. Die Sopranos habe ich gesehen, großartig. Habe ich abgebrochen. Ja. Steffi, was ist denn bei dir in der Top 3? Ja, Sherlock, Golden Girls und Downton Abbey. Und also Game of Thrones bis... Ja, das muss immer so ausklammern, ne? Ja, also Ringe der Macht schafft es nicht. Also. Ich bin dabei. Was ist denn bei dir? Bei dir musste das Lost doch sein. Ne? Platz 1 Lost. Platz 2 Glee. Platz 3 ist dann so eine Frage. Du kannst Glee nicht nennen. Westworld ist es doch bei dir noch. Ja, genau. Bei mir ist Platz 3 so. Staffeln auch kacke. Ja, aber trotzdem hat es einfach einen sehr, sehr großen Platz in meinem Herzen. Also ohne Glee wäre ich nicht da, wo ich jetzt bin. Also das ist einfach, das ist außer Konkurrenz eigentlich. Das ist eigentlich ganz woanders. Das ist in ganz anderen Sphären. Das ist eigentlich eine komplett beschissene Serie, aber einfach mit sehr, sehr viel Herz. Und auf Platz 3 ist dann entweder, es ist schwierig, Game of Thrones Staffel 1 bis 6 auf jeden Fall. Oder halt, da kämpfen dann irgendwie Westworld, This Is Us und The Handmaid's Tale vielleicht so. Da kommt jetzt auch die fünfte Staffel, ne? Die ist, oder? Von The Handmaid's Tale, ja. Ist auf Englisch. Habe ich schon wieder Panik, das anzuschauen, aber ich muss es tun. Also, irgendwie sowas, weiß ich nicht. Durch, ne? Desperate Housewives, das muss eigentlich auf der 3 sein. Ja.
This Is Us ist jetzt auch zu Ende, ne? Also kann ich jetzt mit meinem Rewatch anfangen bis zum Schluss. Auch großartig. Ich habe so Rotz und Wasser geheult. Ja, in jeder Folge gefühlt. Oh Gott. Ja. Also eine Wohlfühlserie ist ja definitiv Downton Abbey, oder? Ja. Auch die Gilmore Girls, zumindest so die ersten 4 Staffeln, das finde ich auch immer, hat auch so was Wohliges, ja. Ja, Wohlfühlserie wäre für mich jetzt Desperate Housewives. Das ist für mich eine Wohlfühlserie. Das macht richtig Fun. Ja. Jedes Mal das wieder. Einfach, das macht einfach Spaß, ne? Das ist einfach... Schade, dass niemand fragt, welche Serien wir am meisten hassen, weil da hätte ich auf Platz 1 sofort und dann Platz 2. Ich möchte Melanie kurz recht geben, die sagt, genau wie ich das auch sehe, dass Milo Ventimiglia absolut the sexiest man alive ist und das wirklich von der Jugend bis heute, da stimme ich absolut zu und ich weiß gar nicht, ist dieses Jahr nicht Chris Evans geworden, wo ich mich frage, wer hat denn da irgendwie die Brille nicht aufgehabt, aber gut, das ist ja reine Geschmackssache. Aber Melanie, du hast hier meine Stimme. Mhm. Stimmt, der ist mir auch noch super in Erinnerung, der Mann. Also auch der Schauspieler war echt super. Ja, der ist toll. Gut, wir haben noch sehr, sehr viele Fragen. Wir müssen ein bisschen auf die Tube drücken. Ja. Habt ihr schon mal was von Clive Barker gelesen? Moment, Clive Barker? Oder? Nee, ich habe was von Clive Cussler gelesen. Das ist was anderes. Nein, okay. Aber Clive Barker ist so Horror... ein bisschen Lovecraft-Horror, glaube ich, so ein bisschen, aber ein bisschen härter. Okay. Hat jemand von uns Manifest geguckt? Ja, die ersten 4, 5 Folgen der ersten Staffel, dann habe ich aufgehört. Ich frage mich bis heute, warum. Die Antwort ist, es interessiert mich nicht mehr. Ja. Ich habe fast die erste Staffel geschafft. Ich fand diese Schauspieler so schrecklich. Ja. Sie konnten alle nicht schauspielern und die waren immer so drüber und haben dann auch manchmal so geguckt wie, ach, ich habe jetzt eine Sprechrolle, dann rede ich jetzt. Das ist total merkwürdig gewesen. Aber ein bisschen trashy. Aber das wird so unfassbar gehypt, dass es ganz aus ist. Und ich dachte mir, okay, ich gehe mal mit, aber irgendwie ging ich mit wieder raus. Ja. Also sollte ich anfangen. Nein. Aber ich fürchte nicht, weil du knallst ja die Tür nach der zweiten Folge zu. Also aber ich möchte euch noch für einen Serientipp danken, The Undoing mit Nicole Kidman. Oh mein Gott, was für eine Mega-Serie. Die fand ich toll. Großartig. Und Hugh Grant. Obwohl ich den hier eigentlich gar nicht mag, aber da auch nicht. Ja, doch, großartiger Schauspieler. Also richtig. Der kann auch anders. Der kann ganz der kann auch anders. Ja. Aber das war richtig gut, hat mir echt Spaß gemacht. Ich kenne ihn ja nur aus diesen, den musste ich mir anschauen, weil ich hasse ja nichts mehr im Leben als romantische Komödien. Das ist ja ein Albtraum. Wie heißt diese romantische Komödie mit Hugh Grant und Julia Roberts, da wo ich mir so dachte? Notting Hill. Kann mich jemand bitte befreien? Toll. Und zwar schnell. Geh weg. Er ist toll. Über Sinn und Sinnlichkeit hat er ja mitgespielt. Da spielt ja gefühlt der ganze Harry Potter-Cast mit, von Alan Rickman über Dolores Umbridge, über was weiß ich. Und auch eine junge Kate Winslet und Trelawney spielt ja mit. Und da spielt er ja auch mit. Und dann steht er immer so da. Oh, das ist so traurig. Ach, ganz schlimm. Ja, kommt gleich mal. Also, auf 1899 bin ich auch gespannt. Ich habe den Trailer gesehen und ich stehe in den Startlöchern. Ja, weil das wird mega. Same. Ich freue mich mega. Das wird mega, ja. Ich befürchte fast, dass ich es ganz furchtbar finde. Das glaube ich. Habt ihr alle Dark gesehen? Haben wir alle Dark gesehen? Muss man das vorher gesehen haben? Oder? Erste Staffel. Wahrscheinlich nicht. Okay. Nein, aber Dark ist mega. Also lohnt sich. Also erste Staffel fand ich auch gut. Okay. So, wir gehen mal weiter. Welche Autorin würdet ihr gerne treffen, obwohl ihr seine, ihre Bücher nicht mögt? Melanie Rabe. Sebastian Fitzek. Ob das jetzt auf Gegenseitigkeit beruht, wage ich zu bezweifeln. Thorsten, ich kann dich beruhigen. Ich glaube, dem ist das ziemlich egal. Ja. Ich glaube auch. Ja. Sonst noch irgendein Name? Ich meine, das Problem ist natürlich, bei den meisten Autoren weiß man gar nicht, wie die sind. Ich meine, es ist nicht jeder so medienpräsent wie ein Fitzek. Ne? Also,
das ist natürlich schon, ja, manchmal weiß man, also auch dieses, kann man das Werk vom Autor trennen? Ich beschäftige mich ja nicht bei jedem Autor, bevor ich ein Buch lese, welche politische Meinung hat der? Ist der Katholik oder betet der irgendwie einen Meeresgott an? Ich meine, das ist mir am Ende ja schnurzpieps egal. Also na, deswegen ist das schwierig, glaube ich, zu sagen, welches Buch habe ich so gehasst, fand aber den Autor dahinter irgendwie. Ich könnte noch eine Antwort auf die Frage geben, welchen Autor würde ich gerne nicht treffen, obwohl ich seine Bücher mag. Und das wäre ganz klar Frank Schätzing. Ich wollte es jetzt gerade sagen. Ohne Schmarrn. Ich wollte es als nächstes sagen. Den würde ich nämlich nicht treffen, weil vor Frank Schätzing habe ich nämlich Angst. Den würde ich nicht treffen. Nö, da lauf ich weg. Wie fanden wir Sarah? Gut. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Das ist schon so lange. Bei mir ist es auch schon ewig her. Ich fand's okay. Ja, würde ich mich anschließen. Was lesen wir zurzeit? Wir haben ja auch die Frage nach dem Currently Read übersprungen zum Eingang. Ich nicht. Ich die auch stand nicht. Gar nicht auf der Agenda. Nee, genau. Dann wird es mal ausgelassen. Ich fange mal an, weil, Paddy, ich werde dir vielleicht ein paar Illusionen rauben. Also erstmal lese ich ja hier Grisham, Begnadigung. Das finde ich ja noch gut. Ist auch wo völlig... Kommen, ja. Völlig witzig. Wo werden dann, die Illusionen geraubt? Dann bin ich hier halb durch beim zweiten Teil vom Mädchen in der Totengräber von Oliver Pitt. Super, wieder richtig tolle Charaktere und so weiter. Dann, jetzt werde ich dir leider deine Illusion rauben. Jane Harper, der Sturm. Sag's nicht. Leider ganz, ganz anstrengend, langweilig. Oh. Warum nur? Die hat drei so großartige Bücher geschrieben. Und das ich habe es jetzt in den Januar verschoben, aber dann verschiebe ich es im Februar. Ja, toll. 100 Millionen Charaktere, die ich alle durcheinander werfe, die überhaupt nicht zu unterscheiden sind. Ja, leider. Entweder hat mich das Buch völlig auf dem falschen Fuß erwischt oder es ist wirklich... Schade. Ja. Phil? Ich fühle mich schon schlecht dabei, es immer wieder zu erwähnen, aber ich lese gerade Wind, also den Zusatz... Es hört nicht auf. Den Zusatzband vom Dunklen Turm habe ich jetzt... Habe ich jetzt gerade nicht hier, weil ich das hauptsächlich als Hörbuch höre und deswegen ist es irgendwo da oben einsortiert. Was denn? Aber ist bis... Was denn? Was hörst du als Hörbuch? Wind. Ach, ist das gar nicht Wind? Nee, das ist der Turm. Ach so. Bei Wind... höre ich hauptsächlich als Hörbuch. Deswegen, ja. Hast du das denn auch als so eine Ausgabe? Als englisches Buch habe ich das. Gibt es das überhaupt in dieser Ausgabe? Es gibt es komischerweise in dieser Ausgabe mit einem weißen Schutzumschlag drüber, mit so einem Loch hier vorne drin. Und wenn man den Schutzumschlag abmacht, dann ist es metallic. Bisschen komisch. Und dann lese ich gerade, und ich schäme mich dafür, dass ich das gerade lese, zu Recht. Den dritten Band von Crave. Cringe. Von Cringe. Ja. Ich liebe es einfach. Es ist so dumm. Ich muss einfach... Natürlich liebst du. Ich muss keine einzige Gehirnzelle anstrengen. Ich liebe es einfach so sehr. Und es ist einfach so unterhaltsam. Es ist so trashig. Es ist so spannend. Es ist so emotional. Es ist einfach, oh Gott, der dritte Band ist jetzt auch ein bisschen, also ich denke mir die ganze Zeit, boah, komm noch mal zum Punkt. Es ist wirklich sehr, sehr viel Worldbuilding irgendwie gerade. Aber es ist einfach grandios. Ist das Fantasy? Es ist Vampir, Romance, Fantasy, Werwolf, Gargoyles. Oh Gott, es ist einfach furchtbar und ich liebe es. Also nichts für Thorsten. Es ist, oh Gott, ich möchte gerne Thorsten dieses Buch lesen. Nein. Was möchtest du nicht? Nein. Was? Wer will mit mir reden? Ich habe ein Drittel gehört. Nein, ich möchte nicht.
Nein. Hör auf mich einmal in deinem Leben, wenn du sonst... Nein, Carsten, hör auf mich. Ich habe das jetzt nicht mitgekriegt. Ich soll das lesen? Ja. Nein. Ich bin... Vor drei Tagen. Der Hangout aller Zeiten. Ich bin 52 geworden. Ich habe nur noch wenig Lebenszeit. Es hat einen roten Buchschnitt. Und das werde ich bestimmt nicht mit Cringe verschwenden. Okay. Also der Schreibstil ist ja auch so. Es gibt wirklich Sätze, da steht, er wirft mir einen What the fuck Blick zu. Weißt du, das wird... Wie weit bist du da, Paddy? Du hast doch den ersten auch gefeiert. Hast du den zweiten dann auch schon gelesen? Ich fand's mega. Weil ich habe es ja aufgrund der Empfehlung von Paddy, die gesagt hat, oh, viel erwachsener als Twilight und endlich wieder Kinder. Ja, der erste Band. Daraufhin haben wir das ja im Hörgenusskonzept als mir gelesen. Und es ist viel schlimmer als Twilight. Es ist viel schlimmer als Twilight. Und viel geiler, wirklich. Also schlimmer als Twilight fand ich es nicht. Also doch, Twilight ist ja Paddy, also bitte. Die ist ja noch schlimmer als Bella. Also da war Bella schon emotionslos. Und die ist ja dümmer und naiver. Und also was hat die denn? Also, oh, ganz schrecklich. Nein, wir reden über was anderes. Paddy, was tust du denn gerade? Wie bitte? Ich lese gerade Sayaka Murata. Okay. Ach, die hier mit den vögelnden Kannibalen. Ne? Guck mal, wie er es immer runter reduziert. Das ist unfassbar. Ja. Ich habe beendet Penelope und die 12 Mägde von Margaret Atwood. Das habe ich gehört. Oh. Ja, es war leider eher so wild. Ja. Also dafür, dass wir hier in einem historischen Setting sind, das ja irgendwo beim Trojanischen Krieg spielt, also für alle, die es nicht wissen, Penelope ist ja die Frau von Odysseus und wartet Jahrzehnte darauf, dass ihr Mann endlich wiederkommt, den sie ja eh eigentlich nicht leiden kann. Und ich habe ja gedacht, ich weiß darüber sehr viel. Ich merkte, ja, ich weiß gefühlt noch mehr als Margaret Atwood. Und das fand ich schon sehr schwierig. Zudem wirkt es wahnsinnig modern, was ich einfach nicht mit einer Geschichte, die irgendwie tausende von Jahren zurückliegt, da darf man nicht so sprechen. Ich erwarte nicht, dass jemand so schreibt wie Homer in der Ilias oder in der Odyssee, aber so ein bisschen, also nicht gar, dass die gesagt, hey Alter, wann kommst du von deiner Reise wieder? Ich fand ich ganz schlimm. Ich habe so was wirklich gewirkt. Und ich mochte das nicht so wirklich, wie da gesprochen wurde. Und Edward lässt halt auch so was Feministisches raushängen, wo ich denke, ach Mensch, das hat vor 4000 Jahren noch überhaupt niemanden gejuckt. Ja, ich finde es so schlimm, mich nervt es so. Ja, erzählt es gar nicht, weil ich krieg schon wieder... So ging es mir ja letztens bei dem kurzen Buch von Madeline Miller, dessen Namen ich auch schon wieder vergessen habe, Galatea, die man ja auch aus der griechischen Mythologie kennt. Und wenn man dann an das Lied des Achill denkt oder auch an Ich bin Circe und bekommt sowas, da habe ich auch gedacht, es ist nicht alles Feminismus, nur weil da Frauen einfach stark waren. Ich meine, es gab auch in der Geschichte vor dem Feminismus starke Frauen, die für ihr Recht eingetreten sind. Und immer dieses Männer so klein machen. Und ich meine, wir sprechen hier von Odysseus. Also, ja. Das aber gut. Und alles bescheuert. Dann lese ich gerade mit einer Gruppe, auch Booktubern und Instagrammern, The Atlas Six. Da geht es ja um die ägyptische Bibliothek von Alexandria, also um so einen Geheimbund. Ja, hätte mich auch interessiert. Also es ist natürlich ein bisschen ein älteres Jugendbuch. Wir haben aber hier schon zwei Charaktere, die ich mega anstrengend finde, die sich halt so dissen, obwohl wir eigentlich wissen, auch irgendwann kommen die zusammen und dann finde ich das mega anstrengend. Aber wir haben hier, glaube ich, sechs Charaktere plus Atlas, der eben so der Oberlehrer ist, beziehungsweise der die ausgewählt hat. Und es ist halt ein wunderbares Magiesystem und das macht halt echt schon Spaß. Also ja, das lese ich gerade. Und ich habe noch vergessen, ich höre noch den zweiten Band von Ilias und Laia. Oh, den zweiten? Genau. Achso, du machst einen Reread, ich den ersten habe ich ja letzten Monat gehört und ich habe mir vorgenommen, jetzt direkt weiter und jetzt höre ich den zweiten, da bin ich gerade irgendwo in der Mitte. Da hätte ich auch richtig Lust zu. Ich möchte unbedingt den dritten und den vierten lesen. Muss da, glaube ich, das kommt dann direkt dann, aber jetzt ist alles raus große und jetzt Liebe. Durch. Ja. Geil. Ja, freut mich. Ja.
Muss man nicht mehr dazu sagen, ne? Ich grätsche jetzt mal dazwischen. Wir müssen, also wir haben so viele tolle Fragen, es ist immer so schwierig, das alles irgendwie einzubinden. Welchen King könnten wir als Buddy Read lesen? Das funktioniert eh nicht. Ich sage jetzt alle vor. Wen schlägst du vor? Was schlägst du vor? Joyland. Ah, also Joyland. Bin ich dabei. Verfilmungen neu oder alt? S? Alt. Neu. Neu. Also Frischhof der Kuscheltiere definitiv nicht neu. Nee, alt. Also definitiv nicht neu. Bei S? Buch so ein Ärgernis. Buch lesen. Haben wir Dracula gelesen? Ja, mehrfach. Natürlich. Einmal. Das ist neben S das einzige Buch, was ich in dreifacher Ausfertigung hier habe. Ich habe es zweimal hier. Was muss passieren, damit Paddy 3 zu Ende liest? Also zu Ende Mensch, liest, Paddy, anfängt. Wir steigern jetzt eine Summe. Du musst jetzt hier nur einen Geldbetrag aufrufen. Ich biete 1000 Euro. Was? Dein Ernst? Ja. Nee, es muss da eigentlich gar nichts passieren. Mich muss nur, also das passiert bei mir ab und zu, mich muss nur irgendwann mal der Rappel packen. So. Und dann fange ich einfach an. Ich sage das dann niemandem und auf einmal sitze ich dann da und sage, ach übrigens, ich habe 3 gelesen. Ich glaube aber auch, Paddy, bei dir gibt es so einen Trigger. Es muss irgendwie ein Satz fallen oder eine interessante Beschreibung irgendwie von einem Buch. Und wenn du die hörst, dann bist du so, oh, ich bestelle mir das mal schnell. Guck mal, was dahinter steckt. So. Und ich suche die ganze Zeit nach dieser passenden Beschreibung. Naja, mal schauen. Vielleicht findest du noch was, dann schreibst du es in die Gruppe. Ja. Es müssen alle Bücher dieser Welt verschwinden und dann darf Paddy nur noch dieses eine haben. Dann welchem Hogwarts-Haus würde euch der sprechende Hut zuteilen? Laut Pottermore ist es bei mir Slytherin und stolz. Ich bin kein Potterhead. Ihr könnt mich fragen, wo ich in Westeros wohnen würde. Das kann ich euch sofort sagen. Also ich bin immer ein Gryffindor. Ich bin ein Ravenclaw. Ja, dann müsste jetzt Paddy ein Hufflepuff sein. Oh. Ja, dann haben, guck mal, Kingsiana in den Nutshell. Paddy ist entweder Slytherin. Ja, ist Slytherin. Ja, ich glaube auch. Hey, wieso? Sind in Slytherin nicht die Arschgeigen? Nein. Slytherin sind ehrgeizig, geschickt. Manchmal ein bisschen hinterhältig, aber nicht alle. Na gut. Da bin ich in Slytherin. Toll. Hallo, ich bin auch Slytherin. Slytherin ist toll. House Pride. Wirklich? Ach, ja. Okay. Paddy, also die Frage geht wahrscheinlich an uns alle. Kaufen wir uns die Sonderausgabe von S? Nee, weil ich das Wahnsinn finde, den Preis, und weil ich das Buch zweimal hier habe und weil ich weiß, wie dieses Buch innen aussieht und weil das, wie das Buch innen aussieht, den Preis in keinster Weise rechtfertigt, aber wirklich Paddy, überhaupt nicht. Du musst aber jetzt nicht auch noch gendern, ne? Ja, das wäre noch schöner. Also, um Gottes Willen, bloß auf. Ich werde das Buch bekommen, das weiß ich schon. Du wirst es bekommen? Ja. Also ich kaufe, ich würde mir das niemals kaufen für das Geld. Nee. Auf gar keinen Fall. Weil, ja, das ist, jetzt, ja, das ist eine Idee. Mhm. Aber selbst schenken würde ich es mir jetzt nicht lassen, weil ich habe es halt, mir gefällt es auch optisch nicht. Das ist jetzt das Nächste. Mir gefällt es optisch nicht. Ich mag das viele Schwarz nicht. Mit diesem, also mir gefällt es nicht. Mir gefällt diese weiße Ausgabe von S, also die englische hier, aber mir gefällt auch die, wo vom Heine Verlag ist, wo man dann nur Pennywise die Nase sieht und so diese Zeichnung auf dem Weißen. Die finde ich top, die finde ich total schön, die habe ich auch hier stehen. Aber mir gefällt auch die Ausgabe nicht. Das ist auch noch so ein Grund, warum ich sage, ich kaufe die mit. Das ist ja dann und ich würde mir für das Geld lieber 3 oder 4 andere Bücher kaufen. So, ja, genau. Ja. Holen wir uns das illustrierte Buch Targaryen, der Aufstieg des Drachens. Ja. Auf keinen Fall. Ich habe es auf Englisch schon hier. Also das muss in meine Game of Thrones-Ecke also rein. Und deswegen. Es ist leider einfach Fire and Blood, ne? Als eine illustrierte Version mit ein bisschen zusammengekürzte Texte. Yes.
Habe ich ja abgebrochen, Feuer und Blut, von daher finde ich es. Ja, dann hast du gleich einen Grund, dass du es doch nochmal liest. Nee, wieso? Und Illustrationen sind immer toll. Mhm. Welchen King lesen wir als nächstes? Keine Ahnung. Wind. Also ich werde irgendeine Reread machen. Ich glaube, ich lese wirklich Mr. Mercedes, glaube ich. Ich habe richtig Bock darauf. Schon seit Monaten und ich tue es einfach nicht. Ich mache es dann einfach. Vielleicht der Anschlag in meinem Urlaub. Oh. Ja, Steffi, das wär's. Ich möchte aber Harry Potter eigentlich mitnehmen. Ach so. Zum Hören. Und so viel Zeit habe ich da ja gar nicht zum Hören und Lesen. Aber ja. Welchen ein Autor, der ähnlich ist wie Richard Layman? Boah. Nee, gibt nichts Vergleichbares. Mike Chick? Nein, der ist sprachlich in der Liga höher. Definitiv. Also da gibt es nichts Vergleichbares. Und also vielleicht so alte Bastei-Lübbe, John Sinclair Bücher, Geschichten oder so, aber ich wüsste nicht. Okay. Lesen wir Volker Kutscher? Kenne ich nicht, nein. Das ist, glaube ich, Babylon Berlin, ne? Ach so, nee. Mir fällt gerade noch ein, also zu der vorhergehenden Frage mit Layman, Jack Ketchum schreibt nicht wie Layman, aber sie wurden ja früher oftmals verglichen, wobei es irgendwie, aber von der Layman ist halt mehr so trashiger. Ja. Und Ketchum ist doch eher. Ja, ich glaube nicht, dass das jetzt Ketchum so oberflächlich ist. Ja, nee, vergiss es, war ein blöder Vergleich. Ja, nee. Layman ist einmalig. Haben wir Bücher von Roger Willemsen gelesen? Ja, Roger Willemsen ist ein Deutscher. Oder war ein Deutscher. Sorry. Ich habe, glaube ich, Das Hohe Haus gelesen. Also, ja. Oder Im Hohen Haus. Da, wo er mal irgendwie einen Monat im Bundestag verbracht hat. Ist jetzt aber auch nicht so das tiefsinnigste Buch von ihm, aber also ein guter Mann gewesen. Ah, also wenn ich gerade so rumgoogle hier, dann kenne ich auf jeden Fall von ihm Wer wir waren. Das ist das Bild mit den Vögeln drauf. Ja, das kenne ich. Aber ist halt auch ein bekannter Moderator gewesen. Moderator, ne? Ja, ich wollte gerade sagen, der hat doch Talkshows hat er gemacht. Wilhelmsen Frau, glaube ich, hieß er. Ich weiß nicht. Ja, aber ja. So aus dem Stegreif hätte ich das jetzt nicht mehr gewusst. Hm. Paddy, schließt du komplett aus, dass du den Dunklen Turm jemals lesen wirst? Nee, ich schließe niemals irgendwas aus. Was Kinder welches Thema sollte King für seinen nächsten Roman aufgreifen? Nicht Corona. Und nicht es wird Corona sein und die Hauptfigur wird Holly Gibney. Holly Gibney. Habe ich raus. Und irgendwas hat Donald Trump noch damit zu tun. und neuerdings auch Elon Musk. Oh ja. Der blaue Haken. Mhm. Ja. Das heißt dann der blaue Haken. Wendys blauer Haken. Die blauen Haken. Ja. Welches Fach haben wir in der Schule gehasst oder geliebt? Chemie. Gehasst oder geliebt? Gehasst natürlich. Ja, same. Gehasst natürlich. Also geliebt, nee. Also gehasst habe ich Heimwerken, Nähen, Stricken. Ja, das sowieso. Da habe ich irgendwie mitgemacht. Und geliebt, Sprachen. Deutsch. Also Deutsch, Englisch. Ja, Deutsch, Geschichte. Sehr gerne. Ja. Deutsch und Geschichte. Geschichte war bei uns direkt Zweiter Weltkrieg lastig. Das hatte ich irgendwann satt, nach 4 Jahren Zweiter Weltkrieg. Dachte, ich weiß alles. Was natürlich nicht stimmte, aber die kleine Steffi mit 15 dachte, sie weiß alles. Ihr Lieben, wir haben noch so viele Fragen, aber leider Gottes sprengt das mal wieder den Rahmen dieses Hangouts. Wir wünschten, wir könnten alle Fragen beantworten. Danke, dass ihr immer so zahlreich dabei seid und die ganzen Fragen hier reinballert. Das bedeutet uns so viel und ohne euch
würde das auch gar nicht so funktionieren. Also einen großen Drücker und ein großes Herz an alle, die dabei sind, einfach, dass ihr uns vier dabei zuhört, wie wir über Bücher und Serien fachsimpeln. Wir bemühen uns, dass der nächste Hangout auch im Frühjahr vielleicht kommt. Das ist ja eigentlich machbar, denke ich, vom Abstand her. Dann vielleicht mit der gemeinsamen Tierlist oder dem gemeinsamen, mal gucken, ob wir das hinkriegen. Das wird explosiv. Diese Battle, glaube ich, könnte ganz gut funktionieren, ja. Mhm. Ich glaube auch. Ich würde fast sagen, wenn ihr noch Fragen habt, dann haut ihr sie raus, aber es wird eskalieren, leider Gottes. also Gott sei Dank, aber leider Gottes, ihr wisst, was ich meine. Mhm. Deswegen, also hier schreiben auch alle in den Chat, danke für den Hangout, danke, das können wir einfach nur zurückgeben. Wir waren wirklich wieder 3 Stunden dabei, wir hatten eigentlich 2,5 Stunden geplant, es ist wieder komplett eskaliert wegen eurer ganzen Fragen und eurer ganzen Impulse. Danke dafür. Danke. Habt ihr noch irgendwelche letzten Worte? Lange Tage und angenehme Nächte. Ein Spruch, der mich jetzt auch immer verfolgen wird, ne, Thorsten? Und Zeit ist ein Gesicht im Wasser. Ja, Paddy lacht und Paddy ist weg. Gut. Paddy verabschiedet sich frühzeitig. Paddy hat genug. wir haben eigentlich noch lange nicht genug, aber die Sendezeit gibt leider nur so viel her. Und ja, danke, dass ihr alle dabei wart. Dankeschön. Wir haben euch lieb. Ja, habt ein charmantes Wochenende mit viel guter Lektüre und schönen Serien, schönen Filmen. Genau. Schaut diesen Hangout gerne nochmal. Lasst die Highlights Revue passieren, wenn ihr möchtet. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Gut. Tschüss. Ciao.